Es ist die alte Frage, warum kann ein Vater seinem Sohn nicht sagen, wie sehr er ihn liebt? Wieso kann er ihn nicht einfach umarmen und ihm sagen, ich liebe dich, mein Sohn? Eine Mutter sagt ihrem Sohn das ohne Unterlass, ob er es nun hören will oder nicht. Was aber auf keinen Fall heißt, dass ein Vater seinen Sohn weniger liebt. Wie viel Liebe eine Mutter für ihren Sohn empfindet, das kann sich niemand auf der Welt vorstellen, sie selbst auch nicht. Denn ihre Liebe ist unermesslich. Die Gefühle einer Mutter spürt nur sie allein. Raoul, mein Sohn, mein Leben. Zwischen Woodstock International und Manor House wird immer spannender. Nur noch 5 Runs, ja. Kann die 9-jährige Siegesserie von Woodstock endlich beendet werden? Der Captain der Feldmannschaft Vivek Singh macht sich bereit. Die Batsmen beziehen ihre Position. Das Publikum ist auch bereit. Die Spannung unerträglich. Manor House benötigt 5 Runs. Wird Rohan das gelingen? Woodstock International ist stark. Diese Mannschaft zu schlagen scheint fast unmöglich. Nichts ist unmöglich. Rohan kann das Spiel entscheiden. Manor House glaubt an ihn. Er ist die Hoffnung aller. Fünf Punkte mit einem Ball. Das ist unmöglich. Rein gar nichts ist unmöglich für Rohan Reichand. Wenn du im Leben etwas erreichen willst, wenn du gewinnen willst, dann höre auf dein Herz. Und wenn dein Herz einmal nicht antwortet, dann schließe die Augen und denke an deine Eltern. So wirst du keine Angst mehr haben und alle Hindernisse überwinden. Dann kannst du alles erreichen. Einfach alles.
Mama, Papa, ich habe gewonnen. Ich war der Spieler des Tages. Was soll ich sagen? Ich bin eben der Beste. Hey, Paps, ich habe dich auf CNN gesehen. Du siehst toll aus. Jetzt weiß ich, woher ich das habe. Jedenfalls bin ich mit der Schule hier fertig und komme zum Lichterfest nach Hause. Ich kann's kaum erwarten, euch zu sehen. Alles Liebe, Rohan. PS, zuerst fahre ich nach Haridwar und besuche meine zwei Lieblingsfreundinnen. Nach Haridwar? Wer sind diese Freundinnen, die du da besuchst? Meine Großmütter. Weinst du schon wieder wegen des Fotos? Ach, Kau, ich weine doch gar nicht. Ach nein, natürlich weinst du nicht. Und du bist jetzt 20, hüpfst über Blumenwiesen wie eine junge Geiß. Hör auf, für deine Scherze ist es mir noch zu früh. Was ist los mit dir, Lajoji? In letzter Zeit muss ich so oft an unseren Enkel Rahul denken. Ja, es geht mir genauso. In letzter Zeit bedrückt es mich aber noch mehr als früher. Wieso denn? Versteh doch, wir haben unser Leben gelebt, wir beide. Du vielleicht. Aber ich habe noch einige Jahre vor mir. Kann sein. Aber ich habe nicht mehr viel Zeit vor mir. Wie soll ich ihm gegenübertreten? Und wie soll ich ihm erklären, dass ich meinen Enkel mit der Familie nicht mehr versöhnen konnte? Dass mein Enkel allein in der Fremde leben muss? Sag mir, wie soll ich das Gott erklären? Ach, mach dir deswegen mal keine Sorgen. Du wirst Gott ja überhaupt nicht zu Gesicht bekommen. Wieso nicht? Er kommt äußerst selten in die Hölle. Ah. Schon wieder so ein Scherz am frühen Morgen. Hey, ihr Süßen! Rohan! Namaste. Komm her, mein Kleiner. Weißt du, Großmama, du siehst sehr sexy aus. Sicher, das sagt mir jeder. Rohan! Entschuldige. Geh zu ihr. Namaste, liebe Großmutter. Ich bin so froh, dich wiederzusehen. Du bist aber sehr dünn geworden, mein Kind. Hör mal, es kann ja nicht jeder so voll Kraft strotzen wie du. Ach, hör auf mit deinen Scherzen. Was hat sie denn? Wieso weint sie etwa? Da bin ich ja froh. Sonst müsste ich mir direkt Sorgen machen. Hörst du das, Rohan? Oh, hört schon auf, ihr beiden. Hör auf, Lajoji. Hör auf zu weinen. Ich bitte dich. Sonst wird Rohan dich fragen, warum du weinst. Und wir dürfen ihm die Wahrheit nicht sagen. Das weißt du doch. Oh, was soll ich denn nur tun, Kaur? Seit Rohan hier ist, muss ich noch öfter an seinen Bruder Rahul denken. Meinst du nicht, dass wir Rohan die Wahrheit sagen müssen? Das können wir nicht, Lajoji. Sein Vater Yash hat es uns doch verboten. Rohan darf nicht wissen, warum uns sein älterer Bruder damals verlassen musste. Aber ich finde, wir sollten es ihm sagen. Und wo sollen wir anfangen? Rohan hat doch gar keine Ahnung. Er weiß doch nicht einmal, dass Rahul gar nicht sein leiblicher Bruder ist, sondern adoptiert wurde. Rahul war 2 Tage alt, als deine Eltern ihn zu sich genommen haben. Er hat sofort unsere Herzen erobert. Das Haus war plötzlich voller Leben. Er war Nandinis ganzes Glück. Und für Yash wurde ein Traum wahr. 9 Jahre später wurdest du geboren. Und wir dachten, das Familienglück sei nun vollkommen. Der Astrologe war der Ansicht, du wärst uns geschenkt worden, um eines Tages ein großes Wunder zu vollbringen.
Der Weissagte, du würdest alles zum Guten wenden. Weiß mein Bruder Rahul, dass er adoptiert wurde? Er hat es erfahren, als er 8 Jahre alt war. Dein Vater Yash entschieden, dass nie wieder darüber gesprochen werden sollte. Nie wieder. Rahul war von da an der älteste Sohn des Hauses Raichand. Daran war nicht mehr zu rütteln. Doch dann kam es erneut zur Sprache, ganz unvermittelt. Es begann mit Rahuls letztem Lichterfest im Kreise der Familie. Oh, was für ein Unglück! Haus der Raichands, Lichterfest, 10 Jahre zuvor. DJ! Ruhig, Rohan, stell dich nicht so an. Du bist so dick geworden, dass dir nichts mehr passt. DJ! Das heißt Daijan, verstanden?
Du spürst es wohl immer, wenn ich komme, Mama. Es ist so schön, dass ich wieder zu Hause bin. Ja, das ist es. Hey, Rahul, sag mal, wieso hast du nie auf meine E-Mails, Briefe und Faxe geantwortet? Das war gar nicht nett. So ein Diplom ist viel Arbeit, Naina. Nur das Diplom oder war da noch was anderes oder eine andere? Nicht eine, eine ganze Menge. Du kennst mich doch. Oh ja, du Weiberheld. Ja, stimmt, ich Weiberheld. Oh, sicher doch. Naja, ich bin ein Adonis. Höchstens gut aussehen. Und intelligent. Eingebildet, willst du sagen. Ich hab auch Grund dazu. Weißt du was, Rahul? Keine Frau außer mir würde ihre Zeit mit dir verschwenden. Aha. Außerdem hast du doch keine Ahnung, was man mit Frauen macht. Ach, wirklich? Mhm. Soll ich dir vielleicht zeigen, was man macht? Oh, nein, komm her, komm her, komm her. Ich zeig dir, was man macht. Rahul, sag mal, hast du an mich gedacht? Ehrlich oder gelogen? Lieber gelogen. Na schön, wie du willst. Dann würde ich sagen, keine Sekunde. Oh, wie süß. Süß, nicht? Und was ist mit dir? Ist alles beim Alten oder ist irgendeiner hinter dir her? Was glaubst du? Was ich glaube? Na los doch. Weißt du, ich denke... Nun spuck es aus. Nun ja, ich denke, dass ich vor dir an der Tür dort bin. Wirklich? Wirklich. Das werden wir ja sehen. Oh, hey, Naina! Ich bin zuerst da! Das geht nicht! Na warte! Ein gefährlicher Wurf. Ja, aber gut gemacht. Ins Aus, ins Aus, ins Aus, ins Aus. Komm schon. Ja, ja. Ja, 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 ja. Du musst dich fertig machen. Du musst nein, bitte. Okay. Hier, lecker, lecker, lecker. Wie steht's, Rohan? 104 zu 6. Ist das nicht toll? Nicht übel. Wie viele Sechser? Hier. Ho, ho. Ja, aus, ja, aus, aus, aus. Ja, ja, ja. 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 Raoul, ich sagte, Indien wirft England raus. Ja. Freu dich nicht zu früh. Da kann doch alles Mögliche passieren. Bei Indien weiß man nie. Doch, wir gewinnen. Hier, Rahul. Danke, Daijan. Wir gewinnen. Ja, da wundert ihr euch nicht überhaupt nicht. Ja. Indien hat England schon 1947 rausgeworfen.
DJ, das war ein blöder Witz, ey. Oh, lala, ein Bein soll das sein, das ist ja Sag mal, Dajan, du bindest ihm immer noch die Schuhe? Natürlich, er ist doch noch ein Kind. Aber auf diese Weise lernt er es nie, dieser Vollpelz. Nein, bist du hergekommen, um zu meckern? Nein, was macht ihr denn da? Guten Morgen, Mama. Rohan ist fett wie ein Kürbis, ihr mästet ihn. Haha, du Witzbold. Wenn ich erst auf dem Internat bin, kannst du mich nicht mehr ärgern. Du bist gemein. Weißt du was, Kürbis? Mama hat mich viel lieber als dich. Da hast du das gehört, DJ. Ach was, beruhige dich. Hör nicht auf ihn. Du hast mir gefehlt, Mama. Du hast mir auch gefehlt, mein Schatz. Du wirst doch jetzt hoffentlich hier... Nur wenn du mir versprichst, dass du aus mir nicht auch einen Kürbis machst. Oh, Raul. Nandini. Oh. Nandini. Ja, ich komme. Kaum ist dein Sohn da, vergisst du mich. Und wer bindet mir die Krawatte? Du kommst wohl ohne mich nicht zurecht. Moment. So gefällst du mir besser, Mrs. Yashwargan. Weiter. Danke. Schönen Tag, Sir. Morgen, was gibt's? Guten Morgen, Sir. Ein Fax aus Malaysia. Sagen Sie alle Termine ab und bitten Sie meinen Sohn her. Für 11 Uhr. Wird gemacht. Schöner Vogel. Davon muss ich mir noch ein paar zulegen. Ich erhebe das Glas auf dich, mein Sohn. Von heute an gehört das Reizende Imperium dir. Cheers. Cheers, Papa. Oh, entschuldige, Vater. Du musst noch deinen Großvater grüßen. Er war ein großer Mann, Raoul. Ein großer Mann. Sieh dir nur an, wie er da steht. Was für eine Haltung. Was für eine Statur, nicht wahr? Manchmal wünschte ich, ich könnte auch so dastehen wie er. Hey, das schaffst du nie. Entschuldige. Weißt du, Raoul, als ich in deinem Alter war, hat mir mein Vater etwas gesagt, das ich dir jetzt sagen möchte. Er sagte, das Leben hält viele Wege für dich bereit. Aber der Weg, den du wählst, muss der richtige sein. Ein Weg, auf dem du dir selbst nie untreu werden darfst. Du darfst nie eine Entscheidung treffen, die Schande über den Namen und das Ansehen deiner Familie bringen wird. Viel Geld verdienen, das kann jeder, aber Respekt, den verdienen die wenigsten. Ich habe niemals vergessen, was er mir damals gesagt hat. Kein einziges seiner Worte. Vergiss auch du sie nicht. Mein Sohn, versprich mir, dass du die Familientradition wahren wirst. Versprich mir, dass du die Familienehre mit allen Mitteln schützen wirst. Ich verspreche es dir, Papa. Ich verspreche, den Familiennamen immer hochzuhalten. Ich verspreche, zu tun, was in meinen Kräften steht, um dir immer nur Freude zu bereiten. Wir haben gewonnen! Ja! Super! Unsere Mannschaft ist einfach spitze! 100 Runs, wir sind einfach nicht zu schlagen! Ist das nicht toll? Ja! Also pass auf den Laden auf, ich bin gleich zurück! Ich gehe zu Aldira Mohe! Wir haben gewonnen! Was haben wir denn gewonnen, hä? Indien hat das Cricket-Match gewonnen. Gewonnen? Ist das nicht toll? Worüber freust du dich denn so, dass du so rumhüpfst? Weißt du, ich freue mich so, weil ich alle Süßigkeiten verkauft habe, die meine Frau gemacht hat. Wirklich? Verkauft alle? Ja, ein Kunde hat gemeint, dass er gern Süßes essen möchte, bis er umfällt. Du weißt ja, alle sind ganz verrückt nach den Süßigkeiten meiner Frau und alle die, die noch nicht verrückt danach sind. Die! Ja! Das war ein Scherz, Frauchen. Das reicht jetzt. Das reicht, was? Jetzt hör auf damit, ja? Hey, schrei nicht so laut, deine Freundin hat Besuch von der Familie ihres Bräutigams. Oh.
Setz dich, mein Kind, und begrüße sie. Namaste. Namaste. Wach auf, Großmutter. Die Braut ist da. Namaste. Wie niedlich sie ist, wie reizend. Und wie schön sie doch ist. Genauso habe ich sie mir vorgestellt. Nein, 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 ich bin nicht die Braut. Ruxa ist es, meine Tochter. Namaste. Hä? Was, Ruxa? Aber nein, Mutter. Ruxa. Ja. Ruxa. Oh, Ruxa. Ruxa. Psst. Nicht ja, jetzt. Ja, meine Liebe. Indien hat gewonnen. Sie ist immer sehr still, meine Kleine, wissen Sie? Gewonnen! Oh, ihr Götter, was war denn das? Ja, man glaubt kaum, wie still. Zu 100! Sagen Sie, wie alt ist denn Ihre Kleine? 100! 100! Sie sagt, sie ist 100 Jahre alt. Ach ja, was ist im Wald? Sie wird jetzt bald 21. Ach, die Jugend, wie wundervoll, wie wundervoll! Wissen Sie, in Lucknow geht es etwas anders zu, als hier in Chatnichok. Wer hat es entschieden? Was ich noch sagen wollte, Sachin. Der Name meines Sohnes ist Ashwa. Sachin? Oh, Sachin? Sachin? Hat sie etwa einen anderen? Aber nein, wo denken Sie hin? Sie meint ihren Onkel Sachin, ihren verstorbenen Onkel Sachin. Oh. Sie war ihm sehr zugetan. Sie denkt sehr oft an ihn. Was? Sachin? Oh, armer Onkel Sachin! Oh. Ich mach, dass du verschwindest! Na, wartet ihr beiden, jetzt kriegt ihr was zu hören. Vor allem du, Anjali, dein Vater wird dich schon auf den Marsch blasen. Was ist denn mit dir, Papa? Was ist los? Sag mir, was sie wieder angestellt hat. Es ist wirklich schlimm mit ihr. Sie hätte beinahe die Hochzeit zum Platzen gebracht. Was? Mhm. 180 zu 100. Ihr Blutdruck ist zu hoch. Ach ja? Was? So hoch ist er? Aha. Ja, und daran bist nur du allein schuld. Mama. Ich habe die Dosis erhöht. Holt ihm das Medikament. Mach ich. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Also, Bruder, du musst dich schonen. Hast du mich verstanden? Aber ich kann doch Tante, nicht er einfach. Hört ja doch nicht auf uns. Du kennst ihn ja. Du sei still. Ich will nicht mit dir reden. Wieso nicht? Wieso nicht? Was hat mir Saida da erzählt? Das habe ich nicht so gemeint. Das war nur ein Spaß. Wirklich, sie ist ein gutes Kind. Ja, ja, das sagst du jedes Mal. Du verwöhnst meine Töchter viel zu sehr. Sind sie nicht wie meine eigenen Töchter? Oh, da hast Lassen du recht. Wir das jetzt. Jedenfalls hat Ruxa dieser Familie gefallen. Sie sind einverstanden mit dieser Hochzeit. Sie sind einverstanden? Ja. Sie haben dich wohl nicht richtig angesehen. Oh, sei still! Du willst uns also verlassen, Ruxa. Nun ja, das werdet ihr irgendwann alle. Bestimmt nicht. Ich werde meinen Papa nie verlassen. Hört ich euch auch das nicht. An. Dann werde ich wohl gehen müssen. Du sollst sowas nicht sagen, Papa. Auch du wirst eines Tages heiraten, mein Kind. Es gibt nur eines, worum ich Gott bitten möchte. Dass der Mann, den du einmal heiratest, dich noch mehr liebt, als ich es tue, mein Kind. Ach was. So einen Mann gibt es überhaupt nicht. Was ist denn? Halt die Klappe, Rahul. Du warst heute gar nicht Tut mir leid. Es ist unmöglich. Kaum ist man auf einer Party, willst du nach Hause. Und du hast mir nicht einmal gesagt, wie schön ich aussehe. Du siehst heute wunderschön aus. Wirklich? Wie nett von dir. Ja, ich bin nett. Und ich bin ein guter Lügner. Hä? Huh? Geh jetzt. Nein. Nein, du siehst wunderschön aus. Ist das wahr oder gelogen? Was glaubst du? Was ich glaube? Was glaubst du? Bei dir kenne ich mich nie aus. Das reizt dich doch. Ich finde, es wäre besser, wenn du jetzt gehst. Mehr hatte ich eigentlich nicht vor. Aber danke fürs Angebot. Gute Nacht. Wiedersehen. Wiedersehen. Hör mal, das war gelogen. Welcher Fluss ist der längste der Welt? Der Nil. Sicher? Oder hast du nur geraten? Hallo Papa, hallo Mama, Großmutter. Dickerchen. Vater. Rahul, hör auf. Entschuldige, Papa. Was gibt's Neues? Eigentlich nichts, außer der Überraschungsparty für Papa. Nichts ich Besonderes. Nicht. Rohan! Quatschkopf! Er kann einfach nichts für sich behalten. Es sei denn, es handelt sich um was zu essen. Rahul, warum bist du eigentlich so früh zurück? Ach, Mama, diese Jet-Set-Partys langweilen mich. Ach ja? Mhm. In dieser Hinsicht kommst du wohl nicht nach deinem Vater, mein Lieber. Er hat diese Partys immer geliebt. Er hat sie richtig genossen. Gab es jede Menge hübsche Mädchen, weißt du? Nandini. Die hat er sich gern angesehen. Ihm sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Nandini, Schatz. Wenn ich sie nicht beachtet hätte, wie hätte ich dann dich finden sollen? Was hast du schon getan? Dein Vater hatte sie doch für dich ausgesucht. Als dein Vater sie dann zum ersten Mal gesehen hat, war er sehr zufrieden. Er hat zu ihr gesagt, sie würde ihm sehr gut gefallen. Doch er müsse auf einer Mitgift bestehen. Sie solle außer viel Liebe unbedingt noch etwas mitbringen. Eine Leiter zum Draufstellen, weil sie so klein ist.
Es ist eine alte Tradition. Hey, die Eltern suchen die Schwiegertochter aus, weil auf diese unreifen Söhne kein Verlass ist. Was? Schon gut, mein Lieber. So war es einmal. Aber die Zeiten ändern sich. Nichts ändert sich, Nandini. Heute nehmen die Kinder das in die Hand. Nichts hat sich geändert. Weißt du, ich meine ja nur... Nichts hat sich geändert. Aber es ist alles gesagt. Mein Schatz. Alles. Hey, Ruxa, du wirst sehen, deine Schönheit wird ihn so entzücken, dass er nachts kein Auge schließen kann. Sei still! Sei du still! Wo ist denn dein toller Aschbehag? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Du musst ihn mir unbedingt vorstellen. Unbedingt! Er kommt heute aus Lucknow. Ich werde ihn dir vorstellen, sobald er da ist. Aber flirte nicht mit ihm. Ich werde ihn mir genau ansehen, das verspreche ich dir. Was macht er beruflich? Er ist Dichter. Dichter? Mhm. Dann werden wir uns ja gut verstehen. Ach ja? Wieso denn? Ehrlich gesagt, ich schreibe auch manchmal Gedichte, weißt du? Sieh an, die große Meisterdichterin Anjali, Superstar. Was ist? Wollt ihr was hören? Natürlich. Leg los. Großen Kummer, ich wohl kannte. Bla, 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 bla. Großen Kummer, ich wohl kannte. Kam er nicht von Ruxa, dann kam er von der Tante. Oh, freches Ding. Hört mal zu, ihr beiden. Hier in der Zeitung ist ein Bild von meinem Chef mit seinem Sohn. Was? Zeig mal, zeig mal. Nein, 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 nein. Geh dir erst die Hände waschen. Schon gut. Er feiert morgen seinen 50. Geburtstag. Sie geben eine große Party mit vielen Gästen. Ich habe zur Chefin gesagt, der Nachtisch sollte aus Chutney Chow geliefert werden. Zubereitet von der reizenden Angelina. Was sagst du? Ehrlich? Hat sie ja gesagt? Aber natürlich. Das Dessert muss perfekt werden, hörst du? Mhm. Du und Ruxa, ihr werdet dann die Sachen liefern. Hm? Ja, toll. Aber morgen hat doch auch unser Papa Geburtstag. Ach, dann kommt ihr eben ein bisschen später. Solche Partys fangen sowieso nicht so früh an. Oh, oh ja. Ich glaube, ich habe Fieber. Nein. Ach, was weißt du schon? Seh zu, dass ihr morgen gut angezogen seid. Ich weiß, was ich anziehe. Meinen glänzenden Sari mit der Stickerei. Ja, mach das unbedingt. Auf dich und deinen Sari werden die feinen Leute bestimmt total gespannt sein. Ehrlich? Ach, Quatsch. Los, die Musikanten sind nein, da. Nein, nein, heute nicht. Komm, Ruxa. Ich kann nicht. Mama geht es nicht ach, gut. Ach, komm schon. Ich bringe sie zurück. Hey, Ruxa, kommt heute nicht dein Bräutigam her? Wo sind wir denn hier gelandet? Ist ja fürchterlich. Ach komm, beruhige dich. Ich soll Daijan Medikamente bringen. Ich bin gleich zurück. Mama, hör auf zu jammern und schlaf. Rein. Gleich, Papa! Ach, was soll's? Wo sind wir da nur hingeraten? Und wo ist mein Bruder? Wir machen erst um 10 Uhr auf. Ist gut. Aber... Ruxas Bräutigam. Ein kleines Gedicht. Auch wenn schlechte Zeiten uns plagen, wir werden nicht verzagen. Das kenne ich nicht. Wie geht's weiter?
Ah, schließlich strebt doch alle Kreatur nach Harmonie mit der Natur. Bin ich toll? Ah, okay. Du bist dran. Sieh mal einen Vogel! Hm? Oh. Hey, Fettkloß, hier dürfen Fremde nicht rein. Wieso? Weil das hier Gesetz ist. Wenn du rein willst, dann sag das nach, was ich dir jetzt sage. Also, Chandos Onkel Chan tanze Cha-Cha-Cha mit Chandos Tante Chanda in Chutney Chowk. Los, mach schon! Was soll ich sagen? Wieso? Ich kapier gar nichts mehr. Dann habe ich eine bessere Idee. Okay. Wenn dir keins einfällt, sag ich dir noch eins. Ja, wenn Sie wollen, okay. Steinige Wege sind zu gehen. Soll die Liebe ewig bestehen. Schön, ja. Ich werde diese Wege wandern. Doch leider mit einem anderen. Was sagst du dazu? Toll. Ja! Chandos Tante, du hast mein Onkel. Tanzte. Nett von dir, dich bei mir vorzustellen. Hören Sie mal, eigentlich bin ich wegen Daijan hier. Was? Du nennst sie Daijan? Das ist ja süß. Natürlich. Immerhin hat sie mich großgezogen. Habe ich das richtig verstanden? Sie hat dich großgezogen? Mhm. Du hast bei ihr also auf dem Schoß gesessen? Ja. Tante Cha-Cha-Cha und Onkel Chuchu haben... Da noch ein Vogel! Er will abhauen, hinterher! Wann ist die Hochzeit? Hm? Welche Hochzeit? Welche wohl? Eure natürlich. Hä? Also, wie könnte ich Daijan heiraten? Hey, du bist wirklich witzig und verdammt gut aussehend dazu. Raoul, Bruder, bitte entschuldige dich! Ich werde Ruxa sagen, dass mir ihr Bräutigam echt gut gefällt, wirklich. Entschuldigen Sie bitte, von welchem Bräutigam sprechen Sie? Oh, von welchem Bräutigam ich spreche? Du bist wirklich lustig, ein richtiger Witz, Freund. Okay. Was? Wisst ihr, wo Daijan Saida wohnt? Nicht? Oh nein. Ja? Du hast von nichts eine Ahnung. Nein, scheinbar nicht. Dafür wissen Sie über alles Bescheid. Aber meine Tante kennst du doch, deine zukünftige Schwiegermutter, Saida Begum. Ah, ja. Ja, und weißt du, wo sie arbeitet? Ach. Bei sehr reichen Leuten. Ihr Name ist Reitschand. Schon mal davon gehört? Ja, schon. Du hast doch keine Ahnung. Hör mal, heute ist ein großes Bild von ihnen in der Zeitung auf der ersten Seite. Ach, ja? Ja, tipptopp. Wirklich? Hast du es gesehen? Nein, hab ich Komm nicht. Komm mit, ich werde es dir zeigen. Ja, ich habe die Zeitung hier. Mir. Ich lese nämlich sonst keine Zeitung. Das ist er. Oh. Yashvardhan Reitschand. Ist er. Ein großer Snob. Stimmt, genau. Und hinter ihm steht sein Sohn. Hm. Das gibt's ja nicht, der sieht ja aus wie du. Ach ja, zeigen Sie mal her. Ja, ein toller Millionärsbräutigam. Ich bin erledigt. Nein, nicht doch, wieso denn? Sie sind wirklich charmant. Ich habe seit langem nicht mehr so viel Spaß gehabt, Raoul, ganz ehrlich. Bruder, hilf mir! Ein Schlägertrupp ist hinter mir her. Oh Gott, Rohan, Hilfe, was? Hilfe, Hilfe! Mein lieber Bruder, mein Brüderchen. Hör mal. Danke, ich hatte viel Spaß mit dir. Hallo, ich bin der Bräutigam von Ruxa. Und ich bin die Kaiserin von China. Wirklich lieb von. Entschuldigung. Verzeihen Sie bitte. Bevor wir auf dich anstoßen, Vater, möchte ich gerne ein paar Worte sagen. Seitdem ich mich erinnern kann, ist Vater mein großes Vorbild. Ich möchte so sein wie er, möchte gehen, stehen, sitzen, reden wie er. Alles machen wie er. Ich würde auch sehr gern diese Haltung einnehmen. Ich kann es nicht, da bin ich mir sicher. Vielleicht werde ich nie so sein können wie er, weil Papa ganz einfach einmalig ist. Aber ich weiß, jemand da oben hat es gut mit mir gemeint, als er mir die Gnade gewährt hat, den ehrbaren Namen Reitschand tragen zu dürfen. Ich trage ihn mit Stolz. Danke, Papa.
Und jetzt, Papa, möchten ich und die drei bezauberndsten Frauen der Welt... Danke. Die drei bezauberndsten Frauen der Welt, Miss World, Miss Universe, Miss Asia Pacific und Fatty. Oh, Junge! Wir möchten dir heute sagen, wie sehr wir dich lieben. Wir lieben dich über alles. Du bist der beste Papa. Sehen, was er mit mir gemacht hat. Oh! Einen Moment, ich sehe mal nach, was los ist. Ladies and Gentlemen, ach, vergesst es. Ja, das ist für dich, Rahul. Ich danke dir. Und für dich, meine Liebe. One, two, three, four. तेरा सोना सोनी तेरी पायल रूप तेरा सोना सोना सोनी तेरी पायल छन छना छन ऐसे छन के दर्द सबको घायल कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना Say shawa shawa, mahiya say shawa shawa, mahiya say shawa shawa, mahiya say shawa shawa. Everybody shava shava mahiya se shava shava mahiya se shava shava mahiya se shava shava नचले हे शाबा नचले बे नचले हे शाबा अरे जबर नचले हे शाबा हे नचले बे नचले हे शाबा देखा तैनू पहली पहली बार वे होने लगा दिल बेकरार वे रब्बा मन की हो गया दिल जानिए हाय मन की हो गया सुन के तेरी बातें सोनी यार वे माही मैनु तेरे नाल प्यार वे हाय मैं पर जावा दिल जानिए हाय मैं पर जावा से शाबा शाबा आहिया से शाबा शाबा आहिया से शाबा शाबा Shabba, shabba.
कदमों में सांसें वार दे रब से ज्यादा तुझे प्यार दे रब मैनू माफ कर रब्बा खैरिया हाय मैनू माफ करे पायल छन छना छन ऐसे छन के घर पे सबको घायल कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना सही शाबाश शाबाश माहिया सही शाबाश शाबाश माहिया सही शाबाश शाबाश भांगड़ा सही शाबाश शाबाश भांगड़ा सही शाबाश शाबाश माहिया सही शाबाश शाबाश माहिया सही शाबाश शाबाश Das ist gut sein. Komm. Hey. Kya bolti tu? Hey. Kya main bolu? Sun. Suna. क्या खंडाला क्या करूं आगे में खंडाला अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे Was machen wir noch? Spaß haben natürlich. Bist du verrückt geworden? Gehen wir. Komm jetzt. Verzeihung. Oh, entschuldigen Sie. Das ist das Ende. Ich bin erledigt. Hä? Ja. Oh, Rucksack, da ist er! Oh. Happy Birthday, Sir. Faxen Sie das an die Zentrale. Das Original legen Sie in meinen Ordner. Ja, Sir. Verzeihen Sie, Sir. Sie können gehen. Danke, Sir. Verzeihen Sie bitte, das ist meine Nichte Anjali. Sie möchte sich entschuldigen. Entschuldigen? Ja. Oh, aber dazu besteht doch kein Grund, ich meine. Oh, bleib hier. Verzeihung, Sir, das stimmt nicht. Sie hat Ihnen Schaden zugefügt, dafür muss sie sich entschuldigen. Wissen Sie, es kommt alles daher, dass sie immer so quirlig ist. Sie passt einfach nicht auf. Zu Hause ist es Tante, ganz genau. Tante, darf ich jetzt Selbstverständlich. Vielleicht? Bitte nur zu. Namaste. Wissen Sie, es ist nämlich so, wenn ich bekannte Lieder höre, muss ich einfach mitsingen. Ja, dann überkommt es mich einfach. Und das Lied, das Sie gesungen haben, ist sowieso mein Lieblingslied. Ja! Mein Lieblingslied. Sei still, sei still. Wieso? Was habe ich denn gesagt? Was zählst du da? Wozu bist du eigentlich hergekommen? Entschuldige dich. Jetzt aber ich wollte doch entschuldige nur... Entschuldige dich. Na los, Tante, Verzeihung, aber... Aber... Schwinden Sie los, raus, sofort! Wer? Ich? Sie? Nein, da war eben... Nein, Sie war eben Ihr Sohn. Gemein. Ich meine, da war... Sie wissen ja, ich habe da aus Versehen einen Kübel kaputt gemacht und das... Vase.
Ja, war so oder so. Ich kaufe Ihnen eine neue. Was kostet sowas eigentlich? Das weiß ich nicht genau. Saida, sag ihr bitte, wir wollen es gut sein. Stopp! Stopp? Es ist nur wegen ihm passiert. Wegen mir? Das habe ich nicht. Nein, nicht wegen Ihnen, nein. Charlie. Oh Gott, wie komme ich da nur raus? Wissen Sie, es ist so. Papa sagt immer, dass man sich nichts vergibt, wenn man sich entschuldigt. Und derjenige hat ein großes Herz, der dem anderen seinen Fehler verzeiht. Sie haben ein großes Herz, nicht wahr? Nun, was soll ich dazu sagen? Also ich... Verzeihen Sie mir? Ja, selbstverständlich. Danke! Große Leute, große Taten. Wie ich immer sage. Gut, Sir, dann darf ich jetzt gehen? Meine ergebensten Grüße an Ihre Frau. Mögen Sie alle gesund bleiben. Auf Wiedersehen, das gilt auch für Sie. Komm, beruhige dich. Schon wieder einer. Ich hab schon wieder alles kaputt gemacht. Saida, bring sie auf. Ruhig, ich komm, wir gehen. Vase! Vase ist schon gut! Kübel. Das muss die Schule von Dicken sein. Los, wir machen ihn fertig. Ja. Hey, Moto Goto Peto, beeilt euch! Aha. Los, weg hier! Angsthasen! Soll ich euch sagen, wer das ist? Die mich verfolgt haben, diese Straßengänge. Was? Wirklich? Sind das welche aus den Slums? Nein, sie sind aus Chutney Chowk. Chutney Chowk? Seht euch die schmutzigen Kleider an. Seht euch die öligen Haare sie an. Sie ist ja ganz dünn. Hat die nichts zu essen? Sie ist ein Besenstiel. Und du hast dich nicht gewehrt? Die waren einfach zu viele. Ich konnte nichts machen. Hier hast du die große Klappe und da hast du den Mund nicht aufgebracht. Schwester! Was hatte sie in dieser Gegend und in dieser Schule überhaupt zu suchen? Also hör mal, Papa, was redest du denn da? Sie hat sich diese Schule nur mal angesehen. Das ist doch kein Verbrechen, oder? Frag sie lieber, warum sie da beschimpft wurde. Wenn ich dort gewesen wäre, hätte ich denen eine Lektion erteilt. Ja, wirklich. Sie haben meine kleine Schwester beleidigt. Wenn ich diesen Fettlos und seinen Bruder erwische, wenn ich diese zwei reichen Angeber erwische, dann hänge ich sie kopfüber ins höchste Haus von Chutney Chowk. Das garantiere ich euch. Die werden nichts mehr zu lachen haben. Und Charlie, da ist... Hör auf, Papa, das verstehst du nicht. Die haben doch nur Geld, kein Herz. Diese Reichen denken nur an sich. Oh. Ich dachte, sie wollten uns aufhängen und nicht K.O. schlagen. Wartet nur. Sei doch ruhig. Namaste. Namaste. Hoffe, an Charlie, die beiden sind zum ersten Mal in unserem Haus zu Gast. Biete ihnen etwas zu essen an, ja? Sie haben sicher schon gegessen. Das ist doch deutlich zu sehen. Raoul, was? Sei euch nicht nötig. Wir haben schon gegessen. Vielen Dank. Es gehört sich einfach. Ich hole euch etwas. Nein. Ich bitte Sie, machen Sie sich keine Umstände wegen uns. Und Sie auch nicht. Keine Umstände. Wie war der Name? Horn. Nein, Ihrer. Pooja. Dickerchen, jetzt wird's ernst. Komm. Hallo, Pooja. Oh, was für schöne Augen. Hey, na los. Man darf andere nicht verletzen. Vor allem keine kleinen Mädchen. Schon gar nicht welche mit so schönen Augen. Entschuldige dich. Es gibt da jemanden, der hat mal gesagt, dass man sich nichts vergibt, wenn man sich entschuldigt. Und derjenige hat ein großes Herz, der dem anderen verzeiht. Habe ich richtig zitiert? Hey, glotz nicht so. Entschuldige dich. Tut mir leid, Pooja. Ist schon gut. Freunde? Freunde. Hallihallo. Wenn die beiden Frieden schließen können, dann können wir das doch sicher auch. Freunde sein? Ja, Verehrteste, ich will Freundschaft schließen. Ist das vielleicht ein Problem für dich? Na schön. Sehr gut. Freunde, hört sich gut an. Findest du nicht auch? Freunde. Na also, geht doch. Ich kann deinen Vater nirgendwo sehen. Es dauert sicher noch, bis er wieder zurück. Papa ist... Hm?
Weißt du, Ruxa, ich habe den Eindruck, dass da irgendetwas faul ist. Anjali, glaubst du, er ist... Was? Er ist vielleicht... Ja, das Gefühl habe ich auch. Du auch? Richtig. Denkst du dasselbe wie ich? Ja, Ruxa, du denkst absolut richtig. Der Mann ist hinter meinem Geschäft her. Oh Gott, was hast du nur für blödsinnige Gedanken, Anjali? Ich meine, dass er vielleicht verliebt ist in dich. Verliebt? Ja. Na toll, Ruxa, du bist wirklich großartig. Sind in Delhi die Mädchen ausgestorben oder sowas? Hier in Chutney Chowk verliebt sich keiner in mich und da soll sich ausgerechnet ein Reitschand in mich verliebt haben? Anjali, ich mach keinen Spaß, es ist so. Ach was, du kannst mir viel erzählen. Ich sag Ihnen, das sind die allerbesten Süßigkeiten, die Sie in ganz Chutney Chowk bekommen können. Das sind Mandeln, 50 Rupien das Kilo und die da auch 50 das Kilo. Verzeihen Sie bitte. Das ist Taco, nein, das ist meine Frau, die kostet gar nichts. Was sagst du da? Doch nur ein Scherz. Also wirklich. Ich möchte nur wissen, wo das rote Vor ist. Sie das wollen rote da nichts Vor. Kaufen. Das rote Vor ist nicht hier, es ist in Agra. Das rote Vor ist umgezogen? Ja, es ist umgezogen nach Agra. Und dafür ist das Ehrenhaus von Agra jetzt hier. Das wusste ich ja noch gar nicht. Eine Tasche, um was zu kaufen, aber das rote Vorsuchen wollen. Die sind doch beide verrückt. Süßigkeiten, Mandeln, die besten Süßigkeiten der Stadt. Hallo, Bharat Halwai, Süßwaren für jeden Anlass, Verlobung, Hochzeit. Beides wird geschehen. Aber wozu die Eile? Wer ist dran? Ich. Wer sonst? Wer ist ich? Was heißt, wer ist ich? Ich bin's, dein neuer Freund. Es ist Folgendes. Die lieben Kinder wollen unbedingt auf das Volksfest gehen. Und ich habe mir gedacht, wenn du da auch hinkommen könntest, das wäre toll. Welches Volksfest? Natürlich, das von Chutney Chowk. Welches sonst? Ach, Sie meinen unser Volksfest? Glauben Sie nicht, dass Ihre Anwesenheit für dieses Fest so viel Ehre ist? Nein, es wäre eher eine Ehre für mich, wenn du mit mir hingehen würdest. Also, morgen Nachmittag um 16 Uhr beim Volksfest. Bis dann. Ja, bis dann. Oh, oh. Klappe. Oh. Onkel Chan, Tante Chan, 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 mit Chan, ist Tante Chan, nein, Chutney Chowk. Los, sag es, mach schon! Aus damit! In Anzug und Stiefeln ganz fein kam Herr Reitschan zum Feste herein. Wow, du reimst ja ganz toll. Haben Sie eigentlich immer solche Anzüge an? Mhm. Wenn ich mich anziehe, habe ich sowas an. Ansonsten bin ich meistens nackt, weißt du? Ach nein, das ist aber witzig. Ich finde die traditionellen Gewänder viel, viel schöner. So ein Anzug sieht doch albern aus. Wenn du meinst, weißt du, dass du mit offenen Haaren sehr schön aussiehst? Ist es nicht toll, dass unsere Väter am gleichen Tag Geburtstag haben? Zwillinge? Ja, der eine hat ein großes Herz und der andere kann alle Rechnungen bezahlen. Mein Schatz. Wirklich witzig. Wirklich witzig, wirklich witzig. Lass es doch. Es sieht sehr schön aus. Armreifen. Diese Armreifen, lass mich diese Armreifen tragen. Lass mich, oh Schöne, dein Geliebter sein. Hör mal, ich hätte da... Verzeihung, hören Sie? Ja, sag ruhig du. Das klingt vertrauter. So, vertrauter. Das ist mir zu vertraut. Hören Sie, Herr Reitschand, ich möchte Ihnen etwas sagen. Ja, verehrteste, ich bin ganz Ohr. Wissen Sie, es ist so, dass ich Ihnen das, was Sie wollen, einfach nicht geben kann. Wieso? Ich kann es einfach aber nicht. Aber versuchen könntest du es doch, oder? Nein, das geht nicht. Papa wird es nicht erlauben. Halt, ich bitte deinen Vater darum. Ja, aber das tue ich. Aber wozu? Warum sollte ihn Papa den Laden verkaufen? Das ist doch völlig... Laden? Was für ein Laden? Unser Bharat Halwai, den Süßwarenladen. Ein Süßwarenladen? Was soll das? Ich verstehe überhaupt nichts. Hören. Das Freundschaftsschließen war ja noch in Ordnung. Aber was soll das jetzt, dass wir uns duzen sollen? Das passt mir gar nicht. Es gibt auch bei Freundschaften Grenzen, nicht wahr? Psch. Psch. Still. Es gibt noch andere Beziehungen als Freundschaft. Voller Gefühle, die wir nicht verstehen können. Gefühle, die wir nicht verstehen wollen. Tut das weh? Es gibt Beziehungen, für die wir keine Worte haben. Die wir nur spüren können. Tut das weh? Es gibt Beziehungen, die keine Grenzen kennen. Und keine Tabus. Tut das weh? Es gibt Beziehungen, zwei Herzen zueinander führen. Beziehungen voller Liebe und voller Leidenschaft. Hat das wehgetan? Mir auch. Ich will dir noch was sagen. Ich kriege deine Süßigkeiten. Da bin ich mir ganz sicher.
सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा आसमाये हाय क्यों पिघलने लगा सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा आसमाये हाय क्यों पिघलने लगा मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी धड़का ये दिल सांस थमने लगी ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है जगने लगी शोलों के दिल में भी आग जलने लगी मैं ठहरी रही जमीन चलने लगी
मेरा पहला पहला प्यार है सूरज हुआ मध्यम चांद चलने लगा आसमां ये हाल क्यों पिघलने लगा Ihr könnt mir doch nicht einfach... Ich liebe sie. Ich liebe sie wirklich. Sie ist ein bisschen verrückt. Eigentlich ist sie total verrückt. Sie zieht Grimassen und redet viel. Wie ein Wasserfall redet sie. Und dann macht sie merkwürdige Handbewegungen. Und überall, wo sie geht und steht, wirft sie Vasen um. Kübel. Kübel? Kübel nennt sie sie, ja. Aber immer, wenn ich in ihrer Nähe bin, geschieht etwas mit mir. Ach, ich liebe sie, Mama. Obwohl sie etwas... Eigentlich ist sie total... Verrückt. Naja, ich... Wie heißt denn diese Verrückte? Nein, nein. Sie ist die perfekte Frau für diese Familie. Ich möchte deine Meinung dazu hören. Ich bin sehr erfreut. Naina ist wirklich ein nettes Mädchen. Hast du schon mit Rahul gesprochen? Es gibt keine Veranlassung dazu. Solche Entscheidungen trifft nicht er. Naina wird die Schwiegertochter des Hauses werden. So habe ich es beschlossen. DJ, wer würde da für mich sorgen? Vater? Ja? Vater, warum kann ich nicht einfach hier bleiben? Bei euch? Warum schickt ihr mich weg? In dieses Internat? Wir haben eine Tradition in dieser Familie. Dein Großvater war dort, ich war dort, dein Bruder war dort. Du willst diese Tradition doch nicht brechen. Nein. Gut. Ja, gut. Hörst du das? Naja, ich... Rahul. Hey, Dickerchen. Ich hab dich sehr lieb, okay? Aber ich muss dir was sagen. Mama hat mich lieber als dich. Vater! Hör auf, Rahul. Tut mir leid, tut mir leid. Sie haben mir doch schon so viel gegeben. Das kann ich doch nicht annehmen. Saida, du hast Rahul und Rohan großgezogen. Sie sind wie deine Kinder. Dann darf ich doch deine Tochter wie meine eigene behandeln. Natürlich dürfen sie das, das ist wirklich zu viel. Um wie viel Uhr findet die Hochzeit statt? Rohan. Sie soll... Der Herr ist... Rohan! Rohan, jetzt hör mir mal zu. Rohan! Schluss mit dem Geheule am Telefon, okay? Pass gut auf dich auf. Rohan, er ist gut angekommen. Hey! Was ist denn hier los? Ruxa heiratet morgen und da haben wir ein paar Sachen. Oh, herzlichen Glückwunsch. Wenn du irgendwas brauchst, dann scheue dich nicht zu fragen, Saida. Ich danke vielmals. Wenn es möglich wäre, dass Sie beide morgen zur Hochzeit... Ich werde mit Rahul sprechen. Er wird kommen. So. Gut. Bestimmt wird Rahul schon wieder zurück sein. Ich werde mal nach ihm sehen. Weißt du... Für Saida ist morgen ein großer Tag. Ich finde, wir sollten hingehen. Wie stellst du dir das vor, Nandini? Sie sind nicht von unserem Stand, aber trotzdem... Das schickt sich nicht. Ende der Diskussion.
Aber wenn du vielleicht... Schluss jetzt. Es ist alles gesagt. Was ist denn jetzt los? Sag schon, Haldiram, was ist los? Was soll schon los sein? Hör mir zu. Ich hab dir was zu sagen. Nicht teure Kleidung zählt, das muss man erkennen. Nur wer sein Herz verschenkt, darf einen Mann sich nennen. बन्नो की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी बन्नो की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी ये माने या ना माने मैं तो इस पे मर गया ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से रूप घूंघट में हो तो सुहाना लगे बात नहीं बनती यार बताने से ये दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़का है
तेरे आऊंगा मैं मेरी नहीं ये तो मर्जी है रब की हर जा रे जाइयो छोटी मोटी बातें ना बना ये लड़का है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़का है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह वनों की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी पागल की गलियां ना छड़के जाना पागल दीवाना इसको समझाना ये माने या ना माने मैं तो इस पे मर गया ये लड़की है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ich will sie will halt die Ram sie will sie hat ja gesagt Ich will auch. Du bist verliebt, nicht wahr? Liebst du sie? Ja, Papa. Ja! Siehst du, Nandini, was habe ich dir immer gesagt? Ich kenne doch meinen Sohn. Jawohl. Ich bin heute sehr glücklich, Rahul, sehr glücklich. Versprich mir, dass du sie auch glücklich machen wirst. Mach meine Schwiegertochter glücklich. Ja. Du wirst Naina glücklich machen, ich weiß es. Ach, ich bin so froh, mein Sohn, so glücklich. Ein Gesicht gemacht, als wärst du schon längst verheiratet. Ein Mann darf erst nach der Hochzeit so ein langes Gesicht machen. Rahul, was ist los? Wie heißt sie, mein Freund? Naina. Ich wünschte, es wäre so, aber mich liebst du nicht. Naina, ich... Rahul... Seit ich mich erinnern kann, bin ich in dich verliebt. Sehr verliebt. Dafür kannst du aber nichts, Rahul. Und wenn ich dich heiraten will, muss das noch lange nicht heißen, dass du mich auch heiraten willst. Du denkst bestimmt, ich werde mich schlecht fühlen. Da muss ich dir recht geben. Ja, ich fühle mich schlecht. Es wird sehr wehtun. Und ich werde leiden. Doch das Leben wird trotzdem für mich weitergehen. Und, wer weiß, in ein paar Jahren werde ich vielleicht darüber lachen, dass ich mal verliebt war in einen gewissen Rahul, der mir nicht gehören konnte, weil er mir nie gehört hat. Deshalb konnte mein Traum leider nicht wahr werden. Bitte tu mir einen Gefallen. Du musst deinen Traum wahr machen und nur das allein zählt. Wirst du das... für mich tun. Komm. Bitte sag irgendwas. Sonst fange ich noch an zu heulen. Ich auch. Kannst du mich drücken? Nein. Bitte. Reit, Chand. Dieser Name und seine Verpflichtung sind das Vermächtnis unserer Ahnen. Dieses Vermächtnis zu ehren und zu wahren ist unsere oberste Pflicht. Und ich werde es niemals zulassen, dass ein Mädchen aus einfachen Verhältnissen uns hindert, unsere Familienpflicht zu erfüllen. Hast du einmal darüber nachgedacht, in welchen Kreisen dieses Mädchen aufgewachsen ist?
und welche gesellschaftliche Position es hat? Hast du einmal darüber nachgedacht, ob sie unsere Kultur, unsere Traditionen verstehen wird? Unsere Sitten und Gebräuche verstehen wird? Ob sie unsere Moralvorstellungen verstehen wird? Wird sie die Werte unserer Familie weitergeben? Kann sie das? Wie konntest du nur glauben, dass sie ein Teil unserer Familie werden könnte? Wie konntest du glauben, dass sie ein Teil meiner Familie werden könnte? Was hast du dir nur gedacht? Gar nichts, Papa. Gar nichts habe ich mir gedacht. Ich habe mich nur verliebt. Verstehst du? Verliebt. Es ist wirklich ein Jammer, dass ich mich in meinem Sohn so getäuscht habe. Ich habe gedacht, er würde mich verstehen. Er würde die Familientradition verstehen. Er würde meine Gefühle verstehen, meine Prinzipien verstehen. Ich habe mich getäuscht. Sehr getäuscht. Ich war so stolz auf dich. Aus dir schöpfte ich Kraft, meine Selbstachtung. So war es doch jetzt, hast du mir das genommen. Alles genommen. Mein Sohn, du hast mich sehr verletzt. Das muss ich dir sagen. Sehr verletzt. Ich wollte dich nie in meinem Leben verletzen, Papa. Ich wollte dir immer nur Freude bereiten. Und welchen Kummer mache ich dir jetzt? Wie konnte ich Tränen in deine Augen bringen? Wie konnte ich dich so traurig machen? Ich weiß, du wirst mir das nie verzeihen können, Papa, aber... Bitte sag nie wieder, dass ich dich verletzt habe. Bitte verzeih mir, Vater. Ich werde tun, was du von mir verlangst. Ich werde dir gehorchen, Vater. Ha ha ha!
Hast du darüber nachgedacht, ob sie unsere Kultur, unsere Traditionen verstehen wird? Ob sie unsere Moralvorstellungen verstehen wird? Wird sie die Werte unserer Familie weitergeben? Kann sie das? Heute? Hast du bewiesen, dass du nicht mein Sohn bist? Nicht mein Blut? Du bist nicht mein Sohn. Heute hast du bewiesen, dass du nicht zu mir gehörst. Papa. Du hast nicht mehr das Recht, mich so zu nennen. Willst du mich verstoßen? Mein Vater macht mich zu einem Fremden. Dass in diesem Haus kein Platz mehr für mich ist. Ist das so, Mama? Ist das wirklich so? Dann muss ich wohl gehen. Ich muss gehen.
Er soll nie wieder weinen müssen. Versprich es. Saida, ich bitte dich, geh mit meinem Sohn. Gib ihm die Wärme einer Mutter, weil ich nicht bei ihm sein kann. Wenn du im Leben etwas erreichen willst, wenn du gewinnen willst, dann höre auf dein Herz. Und wenn dein Herz einmal nicht antwortet, dann schließe die Augen und denke an deine Eltern. So wirst du keine Angst mehr haben und alle Hindernisse überwinden. Dann kannst du alles erreichen, einfach alles. Nur du allein. Nur du allein. Du, das darfst du nie vergessen, Rohan. Warum gehst du, Raoul? Warum gehst du? Bitte geh nicht weg, bitte. Hey, beruhige dich, beruhige dich. Rohan, hör zu. Versprich mir, dass du niemals jemanden fragen wirst, warum ich weggegangen bin und wohin ich gegangen bin. Denk immer daran. Denk immer daran, ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb, Dickerchen. Sehr lieb. Pass auf Mama auf. Ja. Sieh zu, dass du im Cricket-Team spielst. Ja. Hey, hey, da ist noch was. Nimm ab, hörst du? Ja. Ja? Ja? Ja. Und so ist die Familie durch den Egoismus von Yash und den Stolz von Rahul auseinandergebrochen. Für immer zerbrochen. Du lass es gut sein. Haus der Raichans. Lichterfest. Heute.
Ich werde dich zurückholen, Rahul. Ich werde auch dich zurückholen, Anjali. Ihr gehört hierher. Hier ist euer Zuhause. Nandini? Nandini? Ja? Kaum ist dein Sohn da, vergisst du mich. Sag, wo steckt Rohan eigentlich? Ich weiß nicht, wo er so früh hingegangen ist. Ruxa, ich wünsche dir ein frohes Fest. Das wünsche ich dir auch, Sakurain, ein frohes Fest. Oh, du siehst blendend aus. Du strahlst. Schön, dass ihr da seid. Ein frohes Fest euch allen. Auch dir ein frohes Fest. Du bist so groß geworden. Beide sind groß geworden. Ach, lass das. Nur ein Scherz. Und wie heißt der große Junge? Gassidaram. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ein frohes Fest. Ein frohes Fest. Ein Fest. Kennen Sie mich noch? Kennen? Kennen Sie mich noch? Ich bin auch der von da. Das doch. Der will hier doch nur umsonst essen und trinken. Netter Junge. Ich sehe Ihre Mutter gar nicht. Sie ist doch nicht hier. Da fällt mir ein. Hast du was von Anjali gehört? Ich habe heute mit ihr gesprochen. Alles in Ordnung. Grüße an die beiden von uns allen. Ja, ausrichten. Kommst du bitte mal? Ich muss mich für einen Moment entschuldigen. Ein Leben hat diese Anjali. Geht von Chutney Chowk direkt nach... Ja, genau, von Chutney Chowk nach... Na, sie ist aus Chutney Chowk, das ist in Delhi. Sie haben gesagt, sie ist irgendwo hingegangen. Wohin? Sie ist einfach sofort gegangen. Ist einfach wohin so denn? Gegangen, hat uns im Stich gelassen. Einfach verlassen. Wohin denn? Was wohin sagen denn? Sie? Wohin ist sie gegangen? Wohin das ist sie gegangen? Es muss doch einen Ort geben, an den sie gegangen ist. Amerika zum Beispiel. Oh, nach Amerika sind sie gegangen. Oh, ich liebe Amerika. Ja, in Amerika waren sie früher nicht. Ja, genau, genau. Wo waren sie früher? In Chutney Chowk. Aber danach? In Amerika, das haben sie doch gesagt. Ja. Ich meine dazwischen, dazwischen. Zwischen was? Zwischen diesen beiden. Was ist zwischen den beiden? Ja, was ist dazwischen? Nein, zwischen diesen beiden Orten. Waren sie da was noch soll woanders? Dazwischen sein? Ne? Wovon ich redet überhaupt er da eigentlich? Mehr. Bitte, ich versuche doch nur zu erklären, was sie zu wissen will. Wo sind Anjali und Rahul hingetan? Fragen Sie uns doch. Ruhe! Kommen Sie her. Unser Onkel Haldi hat sie nicht alle. Die sind nach London gegangen. Da will ich auch mal hin. Ich danke dir. London. London? Wieso London? Ich möchte da studieren. Du bist gerade erst gekommen und willst schon wieder weg? Ich habe das Gefühl, mir fehlt etwas. Warum willst du dein Diplom denn nicht hier machen? Hier gibt's auch Universitäten. Warum ausgerechnet London? Weil es bei uns so ist. Wir haben diese Tradition. Großvater war dort. Du warst dort. Mein Bruder war dort. Ich kann nicht mit der Familientradition brechen. Richtig, Paps? Richtig. Was soll ich für dich mitbringen? Wie kann ich dir eine Freude machen? Ich wünsche mir nur, dass du, mein Sohn, wo auch immer du hingehst, was auch immer du tust, glücklich bist. Sehr glücklich. Und ich bin am glücklichsten, wenn ich dich zufrieden sehe. Wenn du lächelst, Mama. Das habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich verspreche dir, Mama. Ich bringe dir dein Lächeln zurück. Du wirst bald wieder lächeln. Das verspreche ich dir als Sohn.
als Bruder. Wenn geliebte Menschen fortgehen, tut das sehr weh, nicht wahr? Es tut noch mehr weh, wenn sie sich von einem abwenden. Tante. Morgen. Hast du unsere Prinzessin schon geweckt? Ach so. Pooja! Nein, darauf reagiert sie nicht. Das ist doch nicht cool. Sie hört nur noch auf. Pooh! It's raining men. Yeah.
wie kannst du nur? Es ist eine Unverschämtheit von dir, so verdammt gut auszusehen. Wie unfair. Morgen, Mrs. Reitschan. Morgen, Mrs. Brightley. Oh. Sie wollen sich ja Ihr Kind hier lassen. Oh, ist das nicht ein wundervoller Tag? Ja, ja, und mit Ihrem Besuch geht sogar die Sonne auf. Hören Sie, ich bin etwas spät dran. Wären Sie vielleicht so freundlich, Annette mitzunehmen zur Schule? Natürlich, das tue ich doch gern, wie Sie wissen. Vielen Dank. Nichts zu danken. Wer war denn das? Deine zukünftige Schwiegertochter. Ach, wirklich? Du kannst Cornflakes futtern, so viel du willst. Guten Morgen, Annette. Morgen. Morgen, Mr. Whitechand. Guten Morgen, Schätzchen. Hast du Krish gern? Nein. Mach dir nichts draus. Mich mögen die Mädchen auch nicht. Danke. Danke. Mein Land ist fruchtbar und reich. Fruchtbar und reich, fruchtbar und reich. Mein Land ist fruchtbar und reich. Anjali, warte, ich muss mit dir reden. Worüber? Jeden Morgen singst du dieses Lied. Na und? Es gefällt uns sehr. Es ist wundervoll. Du bist meine Madonna. Aber weißt du, ich muss dir leider sagen, die Nachbarn haben sich deswegen beschwert. Wirklich? Ja. Hör mal, ich singe nicht für die Nachbarn, sondern ich singe für meinen Sohn, damit es lernt. Ich weiß, aber Krish hat es schon gelernt. Er kennt es jetzt, sag's ja, mir. Ja, ich hab's gelernt. Gar nichts hast du gelernt. Du weißt nichts über unsere Heimat. Du weißt nichts über unser schönes Land. Du weißt nichts über unsere... Lass mich vorbei. Über unsere Sitten und Gebräuche. Hör auf, Mom. Von welchem Land redest du? Hey, unser Indien ist das beste Land der Welt. Das darfst du nie vergessen. Mom, schön locker bleiben, ja? Wunderbar. Er ist schon ein halber Engländer. Beschwer dich nicht, wenn irgendwann ein Ganzer aus ihm geworden ist. Wieso schreit sie denn so? Ha, willst du etwa so werden wie sie, hä? Wie diese Leute sich benehmen und wie sie reden? Oh, hello, Mrs. Sprightly. Oh, hello, Herzchen. Möchten Sie vielleicht Tee? Ja, mit einem Tröpfchen Milch. Und vielleicht ein Häppchen dazu? Etwas Gebäck, bitte. Süß und salzig, ja. Oh, wie reizend. Da wären wir besser in Chetney Chowk geblieben, oder? Ja. Morgen, ihr Schätzchen. Morgen, morgen. Hallo, ihr wundervollen Menschen. Fettfrei. Wow, Tante, du siehst heute echt heiß aus. Danke, aber nenn mich bloß nicht Tante. Warte, ich bin sie dir. Ja, das wäre nett von dir. Was ist? Der Rock. Das, wie kannst du nur sowas anziehen? Er ist ein bisschen zu lang, nicht? Das habe ich mir schon gedacht. Naja, was soll's? Raoul! Wieso erschreckst du mich? Ich dich? Du erschreckst mich! Wo ist das Rückenteil? Rückenfrei ist in. Rückenfrei? Schwester, du brauchst nicht auf mich zu warten. Es wird heute später Fitness-Training. Hier. Werd erwachsen. Ich? Hey. Bis dann! Ich soll erwachsen werden? Ich? Aber das ist doch... Anjali? Anjali, Daijan, kommt her, kommt her! Wie könnt ihr Pooja erlauben, so halbnackt herumzulaufen, hä? Raoul, schön locker bleiben, ja? Verdammt, au! Kauf dir nie was im Ausverkauf. Was für ein wundervoller Tag! Voila! Wie du wieder aussiehst! Wow! Wie auch immer. Übrigens seht ihr heute auch recht passabel aus. Sag mal, sehe ich fett aus? Fett? F-E-T-T. Fett heiß und fett sexy. Reingefallen. Worauf warten wir? Auf Weihnachten? Guten Morgen, hier ist Radio King's College. Es ist 10 Uhr und Pooh ist gerade aufgetaucht. It's raining man. Halleluja, it's raining man. Pooh. Hey, Pooh. Hi, darling. Oh. Wie geht's dir heute Morgen? Gut, gut. Park den Wagen. Genau. Hi, Pooh. Hey, Lia. Wenn ich mich recht erinnere, hattest du dieses Outfit schon vorgestern an, hab ich recht. Ach, wirklich? Mhm. Das passt auch irgendwie zu dir. Du bist so ein Miststück. Ja, das weiß ich doch. Halleluja! Hey, da ist Robbie! Hey, Pooh! Wenn du meinst... Kino heute Abend? Erzähl mir dann, wie es war, ja? Das ganze College ist verrückt nach Robbie. Und du? Du beachtest ihn gar nicht. Er ist ja ganz nett. Aber nicht mein Typ, versteht ihr? Pooh, wer ist dann dein Typ? Wann wirst du ihm endlich begegnen? Das kann man nie wissen. Man kann ihm irgendwann irgendwo begegnen. Ach, halt die Klappe. Er ist ja womöglich
gar nicht weit weg. Oh Gott! Wer wagt es, Pooh so früh am Morgen zu nerven? Stopp! Umdrehen! Echt heiß. Das würde ich auch sagen. Nicht zu fassen. Ein Typ, der einfach vorbeifährt und sich nicht nach mir umdreht. Wer ist das? Mal, wer ich bin. Aankhon mein doob jaane ko hum
हम बेकरार बैठे हैं एक पल में सब लुटाने को उस पे ही यार बैठे हैं उस पे ही यार बैठे हैं बरसों से एक चेहरा दिल में रहता है जो यार शायद कहीं उसको है हमारा इंतजार हर हाय क्या कहे जब देखे वो भर के आंखों में प्यार दीवानी है देखो बेकरार वो संभालो संभालो ना प्यार हो अपना बना के देखो दिल ना चुरा ले वो ऐसा क्यों लगे है बोलो ना क्यों चिक चिक तुम क्या जानो मेरे हाल को बार बार ये दिल खोता है देख के उसको क्यों चिक चिक तुम Chandos Onkel Chan tanzte Cha-Cha-Cha mit Chandos Tante Chanda in Chutney Chowk. Ich kann es endlich. Jetzt bist du dran. Oh, wer ist Chandu? Fettkloß. Hä? Wer ist ein Fettkloß? Weißt du, Rohan, Anjali sagt immer, eine Frau sollte eine gute Ehefrau und eine gute Schwiegertochter sein. Sie wurde eine gute Ehefrau. Eine Schwiegertochter konnte sie nicht werden. Und mein Schwager. Nicht ein Tag vergeht, an dem er nicht an seinen Vater und an seine Mutter denkt. Aber er spricht nicht darüber. Im Haus hängt ein Bild von seinen Eltern. Aber er geht daran vorbei und sieht es nicht an. Wir haben uns unsere eigene kleine Welt aufgebaut. Und aus der Ferne sieht es aus, als wären wir glücklich. Doch wenn man genau hinsieht, merkt man, wie traurig wir sind. Warum bist du gekommen, Rohan? Warum gerade jetzt? Ich habe meinem Bruder was versprochen, Pooja. Versprochen, nie zu fragen, warum er weggegangen ist. Und wohin? Er hat versucht, seine Familie zu vergessen. Das ist mir jetzt klar geworden. Das tut weh, sehr weh. Und ich kann es nicht akzeptieren. Ich habe eine zerrissene Familie verlassen. Und nur mein Bruder kann diese Familie wieder zusammenbringen. Ich bin hergekommen, um meinen Bruder und meine Schwägerin zurückzuholen. Aber das kann ich nicht allein schaffen. Ich brauche deine Hilfe, Pooja. Sag mir, dass du mir helfen wirst. Niemals. Nein. Vergiss es. Nein, absolut nicht. Nein, nein. Ach komm, stell dich nicht so an. Er ist der Bruder von Sonja. Er ist aber nicht meiner. Ich wusste gar nicht, dass Sonja einen Bruder hat. Sag mal, Sonja, seit wann hast du einen Bruder? Hm? Bruder? Ja. Wessen Bruder? Bruder? Ja, ja, Mr. Reitschand, der ist aus Indien gekommen. Mein erster Bruder. Erster? Ich meine, mein Cousin ersten Grades. Ah, okay. Aber er kann nicht bei mir wohnen. Ich wohne in einem Mädchenwohnheim und da gibt es technische Probleme, Mr. Reitschand. Technische? Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Ach, komm schon, es ist doch nur für ein paar Tage. Nein. Lern ihn doch erst mal kennen, bitte. Er ist ein netter Junge. Ich mag aber keine netten Jungs. Mein Haus ist doch kein Hotel, in dem jeder wohnen kann. Daijan, sag ihr das bitte. Warum tust du das? Warum nervst du? Ach, hör auf, Tante. Wie kommt sie denn auf so blöde Ideen? Komm schon, Rahul, das Haus ist doch so groß. Und das, was du immer anhast, ist so klein. Ich will einfach nicht, dass ein Fremder ins Haus kommt. Ich will einfach nicht, dass ein junger Mann dich ständig anstarrt. Immerhin bin ich der Boss hier. Ich bin es, der hier klingelt. Und was ist?
Was soll sein? Ich schütze dich vor den Geistern der Hektik. Den Geistern der... Die ganze Familie ist verrückt. Hä? Alle Verrückten von Chutney Chowk sind in meinem Haus. Ja, alle. Anjali, der Bruder von Sonja ist hier. Der arme Junge weiß nicht, wo er wohnen soll. Haben wir nicht ein winziges Plätzchen für ihn in unserem riesigen Haus? Pooja, du weißt doch, wie Rahul ist. Schwester, er kommt aus Indien, weißt du? Was, aus Indien? Mhm, unsere wunderschöne Heimat. Da kommt er her. Nein. Sie versucht doch nur, die rumzukriegen. Nein. Er kommt aus Indien. Muss ich deswegen mein Bett mit ihm teilen? Weißt du, wie viele Einwohner Indien hat? Wenn die alle herkommen, wo schlafen wir dann? Oh, nein, weißt du, was ich mache? Ich fahre zum Flughafen und sage zu jedem, der aus Indien kommt, Bruder, komm mit und wohn bei mir zu Hause, denn meine Frau spinnt. Ja, sie ist komplett verrückt. Sie ist total... ausfallend. Ja. Er kommt zu uns, und zwar heute, in diesem Augenblick. Pooja. Doch, er steht vor der Tür. Ich bitte ihn jetzt herein. Niemals. Rahul, danke. Ich bitte dich. Oh, danke. Sie hat sich bei mir bedankt. Das war ja noch nie da. Hallo? Bist du da? Kabhi khushi, kabhi gham, na juda honge hum. Kabhi khushi, kabhi gham. क्या बेबसी है ये क्या मजबूरियां हम पास है फिर भी कितनी है दूरियां जिस्म तू जान में तेरी पहचान में मिलके भी ना मिले ये है कैसा भरम ये है तेरे करम कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम कभी खुशी कभी गम हेलो Ich heiße Rahul. Yash. Mein Name ist Yash. Er kann hier bleiben. Bringt sein Gepäck rauf. Danke, Sir. Danke. Namaste. Namaste. Also, das ist dein Zimmer. Cool. Ich sag dir was. Wenn du irgendetwas brauchen solltest, egal was, dann brauchst du mich gar nicht erst zu fragen. Ich sag dir auch was. Was denn? Ich danke dir, Pooja, dass ich hier wohnen kann. Herzlich willkommen. Nein, noch nicht. Noch nicht. Nein, noch sind Sie nicht willkommen. Wenn Sie hier wohnen wollen, müssen Sie die Regeln des Hauses befolgen. Nicht trinken, nicht rauchen, nicht zu lange ausgehen und das Haus so früh wie möglich verlassen. Abendessen gibt's um 8, später gibt's nichts mehr. Und, keine Anmache.
Das gilt auch für dich. Hey, was ist so komisch? Nichts, ich höre Ihnen nur gern zu. Hey, machen Sie sich über mich lustig, hä? Sie nennen mich immer Hey. Wieso? Ich habe einen Namen, oder? Das weiß ich. Aber ich kann Ihnen nichts sagen. Warum denn nicht? Ich kann ihn einfach nicht aussprechen. Na schön, wie Sie wollen. Hören Sie, ich bin so weit weg von zu Hause und alles ist so neu. Ich fühle mich fremd und ich vermisse meine Familie. Verstehen Sie? Ja. Darf ich Bruder zu Ihnen sagen? Frag das deinen Papa. Papa, lassen Sie wieder raus. Oh? Das heißt nein. Reden wir doch über ihn. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Er hat Angst gekriegt, Aber ich glaube, bei dem sind hier oben echt ein paar Schrauben locker, Ich bin verrückt. Was? Häng dir die Jacke um. Los. Und komm jetzt mit. Ich bin verrückt. Die Hand runter. Ich bin verrückt. Bye. Klappe. Bruder. Rohan, wir haben so lange auf deinen Anruf gewartet. Entschuldige, Mama. Ich vermisse euch. Naja, nicht wirklich. Eigentlich kommt es mir so vor, als wärt ihr hier. Papa, du siehst toll aus. Und du, Mama, du bist so wunderschön. Verrückt. Übrigens, Paps, nächste Woche bekomme ich ein Zimmer im Wohnheim. Jetzt wohne ich noch bei einer indischen Familie. Bei einer indischen Familie? Warum wohnst du nicht im Hotel? Papa, das sind wirklich nette Leute. Ich hatte gleich so ein Gefühl, als würde ich sie schon ewig kennen. Eine richtig glückliche Familie. So wie wir. Früher. Ja. Ma, Paps, ich rufe wieder an. Passt auf euch auf. Macht's gut. Schneller, schneller. Gut. Vater. Ja. Bezahlt er das Gespräch? Ja. Ja. Geh jetzt essen. Na los. Wird nicht berechnet. Ferngespräch. Sei still. Still. Kaum geht die Sonne auf, schon singt Madonna wieder. Was ist? Wenn du hier bist, wer singt dann das Gebet? Die Göttin Saraswati ist in unserem Haus zu Gast. Was? Saraswati ist hier. Oh mein Gott. Ich wollte sagen, meine Göttin, Verzeihung. Was? Was ist denn jetzt mit dir los? Augenblick. Om Jai Jagadish Hare. मात पिता तुम मेरे शरण गहो मैं किसकी स्वामी शरण गहो मैं किसकी तुम बिन और ना दूजा प्रभु बिन और ना दूजा आस करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओ ये jetzt haben wir sie so früh aufgeweckt Pooja los begrüße sie namaste namaste Schwester namaste Schwager namaste ja. Wer ist das Sie sehen sie das erste Mal richtig angezogen, deshalb erkennen Sie sie nicht. Das ist Ihre Schwägerin. Unsere Pooh? Oh. Wirklich witzig. Was Süßes? Mutter schickt sie. Ich dachte, ich nehme sie als Opfergabe. Segen? Aha. Wirklich nett. Wollen Sie keinen Segen haben? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Bei uns geht keiner aus dem Haus ohne den Segen der Götter. Mutter sagt immer, dass der Tag dann gut wird. Mutter sagt das. Also dann. Danke. Sieht unsere Puh in richtigen Kleidern nicht toll aus? Ja. Ich liebe alles Süße. Shit!
Shit! Wer hat das gemacht? Das war ich. Ich liebe es, Reifen platt zu machen. Ja. Soll das ein Witz sein, hä? Natürlich. Ich mag deine Witze nicht. Ich mag dich nicht. Ach, wirklich? Ja. Ja. Ach ja? Ach ja? Ach ja? Kann ich jemanden mitnehmen? Nein, ich komme schon zurecht. Oh, er ist doch unser Gast. Da kannst du nicht so unfreundlich zu ihm sein. Na los, setz dich in seinen Wagen und fahr mit. Nein, nein. Gib das Geld für das Taxi lieber mir. Oh Gott, du bist ja richtig geizig. Hm, so ist es. Übrigens, komm nicht zu spät nach Hause. Warum? Einfach so. Okay. Also fahren wir. Toller Wagen. Warum schläfst du bei uns? Schlaf doch im Auto. Übrigens, interessieren Sie sich für Cricket? Warum? Heute ist doch das Match. Indien gegen England. Im Oval. Ah, ja, ich weiß. Ich weiß. Ja. Ich weiß. Stört es, wenn ich das Radio anmache, dann läuft die Übertragung. Ist der Wagen gestohlen? Nein. Gehört er dir? Ja. Dann kannst du doch machen, was du willst. Hm? Okay. Okay. Ein guter Wurf des Inders, aber auch ein guter Schlag des englischen Batsmen. Der Ball ist noch in der Luft. Die Batsmen laufen, aber ein indischer Spieler hat den Ball gefangen. Er wirft in Richtung Wicket und Bowl! Ja! Ja! Wir haben Yippie! Ja, Bruder, Indien wird England schlagen! Nein, nein, freu dich nicht so früh. Es ist noch nicht zu Ende. Ja. Da kann noch alles Mögliche passieren. Bei Indien, da weiß man nie, Ro. Hast du da eben Bruder zu mir gesagt? Hab ich nicht. Warum? Sollte ich das sagen? Nein, nein. Hey, achte lieber auf die Straße. Alle englischen Batsmen sind out und damit kann Indien nun versuchen, hey, wir gewinnen, hä? Ja, das werden wir. Ja, mein Gott. Willkommen, willkommen zum großen Wettbewerb. Heute entscheiden wir wie jedes Jahr, wer sich qualifiziert, bei der College Party Pus begleitet zu sein. Und hier kommt sie auch schon. Puh! Hallo, Boys. Es gibt ein Punktesystem von 1 bis 10. Tja, wer mit mir zur Party gehen will, der muss hervorragende Ergebnisse in 3 Kategorien erzielen. Und die sind gutes Aussehen und gutes Aussehen. Also, wer will mit mir zur College-Party gehen? Ich will! Seid ihr bereit, Kinder? Also dann, folgt mir. 2. 3. Gestrichen aus der Bewertung. Oh, disqualifiziert. 5. Oh, -10. -2. So übel siehst du gar nicht aus. Ich hab nicht mich gemeint. Das sind meine Punkte für dich. Das ist nicht schlecht. Er ist nicht schlecht. Ich werde mit ihm zur Party gehen. Aber Pooh, hat er dich schon gefragt? Das ist doch nicht nötig. Halleluja! Ich gehe jetzt. Gut. Auf die Party. Hör mir zu. Ich möchte dir etwas sagen. Das wurde auch Zeit. Mach schnell, ich habe es sehr eilig. Soll ich? Sag's schon. Soll ich? Sag's doch endlich. Du hast's. Ja? Du hast's. Was? Sag es. Du hast 2. Ich habe 2. Du hast 2. Ich habe 2. Du hast 2. 2 verschiedene Schuhe an. Ja!
Das ist heute so Mode. Aber davon verstehst du nichts. Nicht wahr, Schätzchen? Wie solltest du auch. Robbie. Hi, Pooh. Robbie, Robbie, Robbie. Für mich? Natürlich, Süße. Danke. Hey, du siehst ja echt toll aus. Und du erst, du schöner Mann. Wie machst du das nur? Sag Anjali, sie soll nicht auf mich warten. Es wird sicher spät. Ist es nicht so? Ja. Großartig. Hey Leute, wir machen uns Pause und dann geht's mit der Liveband weiter. Ich sehe mich mal kurz um. Hey, Pooh, du siehst umwerfend aus. Erzähl mir was, das ich nicht weiß. Du gehst also auf Männerfang, hä? Naja, ihr kennt mich doch. Bye. Wo seid ihr denn schon? Schon da. Spitze. Also, du und Robbie, hä? Läuft da was? Was denn bitte? Hey, wo ist denn Rohan? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ich hasse ihn. Aber ich liebe dich. देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा यूं नजरें ना फेरो तुम मेरे हो Sonia.
कहती मेरी आजा बाहों में भर लो जीना है तेरी होके मिलके ये वादा कर लो दोनों ने कसमें ली है प्यार कभी ना कम होगा कह दो ना यू आर माय सोनिया कह दिया यू आर माय सोनिया तुमको जब से बस देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा हे यू नजरें ना फेरो तुम मेरे हो मेरे कह दो ना यू आर माय सोनिया कह दिया यू आर माय सोनिया Sonia. Dieses komische Programm funktioniert überhaupt nicht, Dad. Ja, Sekunde, Krish, einen Moment. Also, was ist los? Krish, ich hab dir doch gesagt, du musst mit Start anfangen. Guten Morgen. Du musst zuerst... Anrufe? Der Ministerpräsident hat angerufen, du sollst nach Indien zurück. Unverzüglich. Witzig. Ich erwarte einen Anruf von meinem Vater. Heute ist ein besonderer Tag. Heute ist was ist heute für ein Tag? Der 6. September. Also wirklich, Pooja. Morgen, hättest du Jungs. Nicht wenigstens heute etwas Dezenteres anziehen können? Komplett in schwarz. Alle im Tempel haben ständig zu uns hergesehen. Wenn die Leute im Tempel lieber mich ansehen als die Götter, dann ist das nicht mein Problem. Außerdem macht schwarz mich schlank. Und dich macht grün nun mal dick. Unverschämtheit. Hörst du, was für üble Reden sie an Papas Geburtstag führt? Hörst du das? Heute hat unser Vater Geburtstag. Ich meine, dein Vater hat heute Geburtstag? Puh macht heute auf große Dame. Was ist los? Oh, hör auf, Schwester. Das ist der indische Touch. Das ist in. Hier ist das. Opferspeise aus dem Tempel. Opferspeise gefällig? Hör auf. Aber wird die Opferspeise an Geburtstag? Ja, ich weiß. Aber Papa war ein humorvoller Mensch. Er hat immer gesagt, wenn ich einmal nicht mehr bin, dann denkt an mich an einem besonderen Tag. Daher gehen wir an seinem Geburtstag in den Tempel und bringen Opferspeise da. Wenn er uns heute im Tempel gesehen hätte, wäre er ohnmächtig geworden. Anjali. Es macht euch bestimmt traurig, dass euer Vater nicht bei euch ist. Das tut es, ja. Es ist wichtig, die Liebe von Vater und Mutter im Haus zu spüren. Sonst ist die Familie nicht vollständig. Nicht wahr? Rahul. Vermissen Sie ihn nicht? Vermissen Sie ihn nicht? Ihr Vater fehlt Ihnen doch sicher, oder? Ihr habt noch nicht gefrühstückt, Kinder. Pooja, Krishi, kommt ihr? Sie auch. Kommst du auch? Happy birthday, Papa. Kabhi khushi, kabhi gham, na juda honge hum. Kabhi khushi, kabhi gham. Entschuldige. An den, der nicht da ist, denke ich immer zu. Und den, der da ist, habe ich vergessen. Was wünschst du dir? Gib mir meine alte Nandini zurück. Wir haben uns in diesem großen Haus ganz verloren.
Ich möchte nur Nandini zurückhaben. Nur das wünsche ich mir. Sonst nichts. Warte. Was ist los? Du bist so liebesbedürftig heute. Kein Wunder, du siehst ja heute auch so... Wie sagt man gleich? Hm? Sexy aus. Hey! Oh, nein. Krish kann uns sehen. Er ist hier irgendwo. Das hätte eigentlich mein Text sein sollen. Hm. Ach, lassen wir es. Hm. Mein Mantel und meine Tasche. Was soll das sein? Komm schon. Da haben wir ihn ja. Danke. Hör mal, übermorgen ist das Fest Kavachaut. Oh, was muss ich machen? Du musst gar nichts machen. Da findet das jährliche Wohltätigkeitsfest der indischen Frauen statt. Wunderbar. Schreib's in deinen Terminkalender. Okay, das mache ich. Bis später. Bye-bye. Willst du wirklich schon gehen? Sexy. Komm her. Was ist? Was soll das? Abbeißen? Was? Abbeißen? Das ist mein Apfel, oder? Den esse ich ganz. Umdrehen. Oh. Komm her. Er ist wirklich überall. Bye. Namaste. Es ist also bald Kavachaut. Ja, übermorgen. Dann haben Sie Ihr Geschenk bestimmt schon. Geschenk? Ja. Kennen Sie den Brauch nicht? Es ist ein Brauch an diesem Festtag, dass die Schwiegermutter ihrer Schwiegertochter etwas schickt. Ihre Schwiegermutter hat ihnen nichts geschickt? Wir... Eine ältere Verwandte muss doch etwas geschickt haben. Nein. Du bekommst dein Geschenk. Keine Sorge, in diesem Jahr bekommst du es. Meine Mutter. Sie wird Ihnen alles erklären. Hallo? Namaste, mein Kind. Namaste. Ich habe von meinem Sohn inzwischen so viel über Sie gehört, dass ich fast das Gefühl habe, bei Ihnen zu sein. Ja. Man könnte sagen, er ist ein Teil unserer Familie geworden. Ich hoffe, er macht nicht zu viel Umstände. An diesem Tag ist es Brauch, dass die Schwiegermutter ihrer Schwiegertochter etwas schickt. Etwas Süßes. Ein paar Nüsse. Segen für ihre Ehe. Und viel Liebe. Ich werde Ihnen das schicken. Und mir vorstellen, Sie sind meine Schwiegertochter. Also, mein Kind, ich muss Schluss machen. Ja. Warum sind einem Fremde manchmal näher als die Familie es ist?
Und warum ist es manchmal so, dass aus der Familie Fremde werden? Ich sag dir was. Auch ich feiere heute für jemanden Carver-Child. Wirklich? Für wen denn? Oh. Da läuft doch was. Und hier läuft leider gar nichts. Du willst Carver-Child feiern? Und für mich fasten? Warum? Ich bin doch gar nicht dein Mann. Hey, fährt los. Du spielst hier bei mir den großen Macker. Aber du bringst es nicht fertig, deinem Bruder die Wahrheit zu sagen. Lass mich los. Warum hält er sie fest? Würdest du mich loslassen? Ich lass dich los. Und wenn ich es sage? Wenn ich die Wahrheit sage, heute, hier, vor allen Leuten, was wirst du dann machen? Hm? Sag schon. Ach, das schaffst du ja doch nicht. Du hast Angst. Und wenn ich es tue? Dann sag ich vor allen Leuten im Saal, was ich für dich empfinde. Tatsächlich? Das traust du dich? Diese Wette gilt. Wenn du mit mir wettest, dann wirst du verlieren. Es könnte doch sein, dass ich genau das will. Andererseits, wenn ich dich so ansehe, denke ich, oh mein Gott, vielleicht träume ich das ja alles. Träumen? Oh je, wie kann man nur so feige sein? वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई Was treiben die da? Sei still. भैया और भाभी को बधाई हो बधाई वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई भैया और भाभी को बधाई हो बधाई सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई भैया और भाभी को बधाई हो बधाई वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई Das ist so schön. Charmeur. Charmeur. Jetzt du. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.
Lenta, Lenta. Oh, oh,
Nein, 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 nein. Es muss von hier kommen. Aus dem Bauch. Verstanden? Nein! Mach mir nichts vor. Deine Tante spinnt wirklich ein bisschen. Ich weiß. Genau wie du. Also von vorn. Eins, zwei, drei, los! Du bist verrückt. Mein Sohn ist ein richtiger Engländer geworden. Nein, wirklich nicht. Weißt du, Tante, manchmal wünschte ich, wir wären in Indien geblieben. Mhm. Und mein Krish würde die Lieder singen, mit denen ich aufgewachsen bin. Aber jetzt leben wir hier. Und mein Sohn sagt zu mir Mom und nicht Mama. Warum denkst du so, Anjali? Die Sprache ist egal, auf die Erziehung kommt es an, hm? Trotzdem, es ist einfach nicht das Gleiche. Hört ihr das? Ich eile! Milch und Kekse gefällig? Verrückt. Hör mal, DJ. Ich meine, Daija. Wofür proben die Kinder eigentlich? Es gibt eine Veranstaltung in der Schule. Dafür proben die Kinder. Oh. Wir gehen alle hin. Kommst du auch mit, mein Junge? Gern. Bin gleich wieder da. Das ist die Gelegenheit. Oh Gott, wie soll ich das hinkriegen? Na gut, versuchen wir es einfach. Okay. Halt! Was machen Sie denn da? Das kann ich doch selbst. Ich mache das selbst, Daijan. Hören Sie auf damit. Daijan, ich mache das selbst, Daijan. Hören Sie auf damit, Daijan! DJ! Mein Rohan. Ein Junge, mein Kleiner. Mein Herz hat es gewusst. Mein Herz hat mir gesagt, es ist er. Das ist mein Kleiner, mein Junge. Oh, ihr Götter, wie groß du geworden bist. Oh, mein lieber Junge. Warum hast du dich vor deiner DJ versteckt? Warum hast du es mir nicht gesagt? Warum? Warum, mein Junge? Anjali, habe ich dir nicht gesagt, das ist er? Oh, das ist mein lieber Junge. Das ist mein lieber Junge. Jetzt bist du endlich hier. Endlich bist du zu deiner Daijan gekommen. Mein lieber Junge. Mein lieber Junge. Anjali! Beeil dich! Wo sind die Autoschlüssel? Daijan. Ich bin gleich da. Du bist... Ich muss gehen. Ich komme schon. Mr. und Mrs. Hollyfield, Tisch 2, bitte. Ah, die Reitschanz. Hallo. Mr. und Mrs. Reitschanz, Mrs. Khan. Hallo. Und die bezaubernde Pooh. Verzeihen Sie bitte. Geh schon. Ja? Und das ist... Er ist... Er gehört zur Familie. Er gehört zur Familie, ja. Kommt. Sie machen sich immer schon, so viel wo Mühe. Wo bleibt ihr denn? Oh. Verzeihen Sie bitte, tut mir leid. Ich bitte Sie, es war mir ein Vergnügen. Mir auch. Kommst du nicht? Das ist unser Tisch. Nein. Nummer 10, kommt. Das darf nicht wahr sein. Diesen Tisch geben Sie uns. Siehst du das, Tante? Immer geben Sie uns den Tisch ganz hinten. Die Engländer sitzen vorn und wir werden nach hinten abgeschoben. Warum machen die denn sowas? Hör zu, mein Kind. Nein, lass mich, Tante. Dieser Direktor kann was von mir hören. Wo ist bitte der denn? Nicht so laut. Wir sind hier nicht. Was für ein Organ. Das kann nur Mrs. Reitschand sein. Guten Tag. Hallo, Verehrteste. Oh, ist das Ihr Tisch? Ja, unser Tisch, Mrs. Brightly. Oh, meiner ist ganz vorn, wie immer. Ah, yippie. Wir haben es nicht nötig, uns so nach vorn zu drängen. Ladies and Gentlemen, wir beginnen jetzt. Würden Sie sich bitte setzen? Ja, wir sollten uns alle setzen. Nun, dann werde ich mal nach vorn gehen. Ich hoffe nur, Ihre Gläser fallen nicht um. Da vorn soll ja ein frischer Wind wehen. Ich wünsche viel Vergnügen. Das wünsche ich Ihnen auch, Schätzchen. Oh. Okay. Setzen wir uns. Willkommen, Ladies and Gentlemen, zum jährlichen Sommerfest der Miltfield-Grundschule. Lass doch mal die Okay, Schwester, pass auf. Benimm dich.
Es gab schon Beschwerden und letztes Jahr hast du bei dieser Veranstaltung ein Riesentheater gemacht. Schön, Trishy wird auf der Bühne stehen, aber was ist schon dabei? Kein Grund, so ein Heckmeck zu machen. Hey, halt den Mund, benimm dich nicht wie die Engländer. Ich finde, Pooja hat... Halt, bitte. Bleib ruhig. Mein Sohn steht da auf der Bühne. Einmal pfeife ich auf jeden Fall. Nein, pfeif bitte nicht. Einmal. Nein. Zur Eröffnung singt uns die vierte Klasse das Lied Doremi aus dem Musikbuch und der Solist ist Krish Raichand. Ja. Oh Gott, wer ist denn diese Frau? Ich kenne sie nicht. Ich auch nicht. Setz dich. Hallo. Krish! Krish! Oh, sieht unser Sohn nicht fabelhaft aus? Genau wie sein Vater. Ja. Mein Süßer? Mein Süßer? Oh, bitte, ihr Götter, beschützt meinen Sohn. Hey, er nimmt an einem Schulfest teil, er zieht nicht in den Krieg. Lässt er nicht. Lästern? Wieso lästern? Das ist für dich, Mom. Oh. Mein Sohn, mein Sohn. Meiner auch, hä? Sing dein Doremi. Jana Gana Mana Adi Nayak Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Ravida Utkal Bhanga Chala Yamuna Ganga Uchala Jala Vitaranga Tab Shubh Name Jage Tab Shubh Ashish Mage Kaye Tab Jaya Gata Jana Gana Mangala Dayak Jaya He Jaya 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 He Danke, mein Sohn. Gentlemen, der Star der Show. Mr. Reichert, ja? Ihr Sohn ist wirklich sehr talentiert. Hey, Krishy, du warst umwerfend. Danke, liebe Tante. Nenn mich bitte nicht Tante. Wenigstens nicht hier. Ich danke. Ja. Sag mal, bei deinem Auftritt, warst du da nicht nervös? Ganz ehrlich, ein bisschen schon. Aber dann hat jemand was zu mir gesagt, das mir sehr geholfen hat. Ach, wirklich? Was denn? Einen Moment. Wenn du im Leben etwas erreichen willst, wenn du gewinnen willst, ja, dann höre auf dein Herz. Und wenn dein Herz einmal nicht antwortet, dann... Schließe die Augen und denke an deine Eltern. So wirst du keine Angst mehr haben und alle Hindernisse überwinden. Dann kannst du alles erreichen. Einfach alles. Nur du allein. Wow, eine tolle Lebensweisheit. Wer hat das gesagt? Papa, oder? Nein. Das war er. Kabhi khushi kabhi gham na juda honge hum
kabhi khushi kabhi gham. Hast du nach Mutter gesehen? Hast du im Cricket-Team gespielt? Gut. Aber wie hast du es geschafft, so viel abzunehmen? Hm? Sag schon. Hm? Komm her. Warum hast du nichts gesagt? Warum hast du nichts gesagt? Bruder. Bitte, Raoul, komm nach Hause. Juan. Bitte, komm zurück nach Hause. Hat Papa dich zu mir geschickt? Ja. Juan. Meine Familie ist jetzt hier. Hier sind meine Leute. Hier ist meine Welt, hier ist alles. Das Zuhause, in das du mich zurückholen willst. Das war nie wirklich mein Zuhause. Und das wird es auch niemals sein. Du musst zurückgehen, Rohan. Geh zurück, hörst du? Ich hab dich wiedergesehen. Und das war gut. Aber du musst zurück. Geh zurück, bitte. Weißt du noch, Raoul? Du hast mir früher immer wieder gesagt, dass Mutter dich viel lieber hat als mich. Das hat mir damals überhaupt nicht gefallen. Ich war sauer deswegen. Aber ich möchte dir heute sagen, dass du damit recht hattest. Mutter liebt dich viel mehr als mich, Bruder. Ich weiß. Sie liebt dich über alles, über alles. Und das wird sie immer tun. Daran wird sich nie etwas ändern. Das weiß ich. Er hat Vaters Worte noch nicht vergessen. Er kommt nie zurück. Er wird kommen, Rohan. Er kommt bestimmt zurück. Weißt du, ich kenne meinen Schwager recht gut. Er muss nur einmal mit seinen Eltern zusammentreffen. Was meinst du? Schaffst du es, sie herzuholen? Guten Morgen, Paps. Hey, Rohan. Was gibt's? Weißt du, Paps, es ist unglaublich. Ich hatte letzte Nacht einen seltsamen Traum. Ich habe geträumt, dass ihr nach London gekommen seid, um mich zu überraschen. Wirklich? Und dann? Was wohl, Papa? Der Wecker hat geklingelt und der Traum war aus. Ich meine, warum solltet ihr euch die Mühe machen und nach London kommen? Richtig, Paps? Ja, richtig. Rohan! Ja, ich komme. Paps, ich muss aufhören. Ich rufe später nochmal an. Und, ich liebe dich, Papa. Du fehlst mir. Bye. Bye, mein Sohn. Bye. Das wäre geschafft. Papa, wie geht's dir? Was gibt's? Rate mal, wo wir sind. Wo denn? In London. In London? Was sagst du da? Das glaube ich einfach nicht. Ich habe mir gedacht, wenn mein Sohn so etwas träumt, dann sollte ich das verwirklichen. Du bist der beste, Paps. Sag mir, wo du bist. Wir wollen dich so schnell wie möglich sehen. Das ist nicht so einfach. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Du musst mir ein Geschenk kaufen. Geschenk? Jetzt? Aber wo soll ich... Wir treffen uns um 5 im Bluewater Einkaufszentrum. Kannst du mir wenigstens sagen, was du gern hättest? Was ich gern hätte... Das wirst du dort schon sehen. Blue Water Einkaufszentrum, ja. Ja, 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 Johnny, ich rufe sie am Montag an. Schönes Wochenende, ja.
Hat er denn schon ein iCam? Nein. Wie heißt das? iPod. Nein? Ich gehe mal darüber. Aber was suchst du denn dauernd? Ich suche die Quittung. Welche Quittung? Für die Kleider, ich will sie umtauschen. Warum kaufst du was, wenn du es sowieso umtauschst? Typisch Frau. Hey, Papa, Frauen kaufen nun mal gern ein, nicht wahr, Mama? Ja, immer hältst du zu Mama. Hallo, mein Freund. Ich freue mich, Sie zu sehen. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Ich freue mich ganz außerordentlich, Sie zu sehen. Sie sind immer so nett und freundlich und hilfsbereit. Ich freue mich, ja. Ganz nett von Ihnen. Mrs. Shudder, bitte halten Sie doch Ihren Mann zurück. Jedes Mal das Gleiche. Er muss mir doch nicht andauernd um den Hals fallen. Wenn das immer mir fällst du nie. Komm mit nach Hause, dann holen wir das nach. Das wohl besser sehen. Wenn der mich nochmal so abknutscht, dann kann der was erleben. Ja, was schreist du mich an, wenn ich etwas schuld habe? Ist ja gut. Passen Sie doch auf, junger Mann. Rüppel. Danke. Kennen wir uns? Thank you.
Es war eine Lüge. Du hast mich belogen, Rohan. Ja, Vater. Ich hab dich belogen. Hätte ich mit der Wahrheit irgendetwas erreicht? Dein Ego zur Einsicht bewegen? Rohan! Es war doch nur deine Eitelkeit, die unsere Mutter von ihrem Sohn getrennt hat. Die einen Bruder von seinem Bruder getrennt hat. Einen Vater von seinem Sohn... Nein, er ist nicht mein Sohn. Er ist nicht mein Sohn, merkt ihr das? Hat er die Pflichten eines Sohnes erfüllt? Das hat er nicht. Ich finde, das hat er. Ja, Vater. Und das wollte er auch weiterhin. Er hat nur einen Fehler gemacht. Er hat sich verliebt. Wenn das eine Verletzung seiner Pflichten ist, dann frage ich dich. Hast du als Vater nicht die Pflicht, deinem Sohn einen Fehler zu verzeihen? Stattdessen bestrafst du ihn dafür. Welchen Sinn soll diese Strafe haben? Sag doch, welchen Sinn? Sieh mir in die Augen und sag mir, dass du nicht gelitten hast unter der Trennung. Sag, dass du nicht mehr an ihn denkst. Sag, dass du ihn nicht liebst, Vater. Na los, sag es schon. Sag es. Ich liebe ihn nicht. Nein, ich liebe ihn nicht. Es ist alles gesagt. Verstanden? Alles. Das Leben hat dir so vieles geschenkt. Ja, so vieles. Aber ein Herz leider nicht. Halt den Mund! Respektloser! Jetzt weiß ich, du liebst ihn. Ja, Papa, du liebst ihn. Und wie du ihn liebst. Ich habe meine Antwort erhalten. Du liebst ihn sehr. Lass uns heimkehren, Rahul. Lass uns gehen, wir waren lange genug hier. Es ist nicht unsere Heimat, die Menschen hier sind so anders. Wir haben uns hier ein Zuhause aufgebaut. Aber hast du mal darüber nachgedacht, was das für ein Zuhause ist? Ohne die Liebe deiner Mutter und den Segen deines Vaters. Bitte lass uns heimkehren. Mama und Papa sind hier. Deine Eltern, Rahul. Gehen wir zu ihnen und bitten sie um Verzeihung. Sie sind zwar verärgert, doch wir gehen hin und bitten sie um Verzeihung. Ich weiß, dass sie ohne uns genauso einsam sind, wie wir ohne sie. Bitten wir sie um Verzeihung. Ich möchte nach Hause, Rahul. Ich auch. Du weißt nicht, wie es ist. Als Sohn in eine Familie aufgenommen. Und dann verstoßen zu werden. Du wirst niemals verstehen, wie weh das tut. Du hast recht. Sie sind meine Eltern. Und es gibt ihnen nicht das Recht, mir so weh zu tun. Nicht das Recht, mir das Herz zu brechen. Wir sollten ihn sofort herrufen. Ja? Yash, deine Mutter liegt im Sterben. Ah.
Yash, es war ihr letzter Wunsch, dass Rahul... Warte noch ein wenig, er wird kommen. Ich weiß es genau. Ich warte auf niemanden. Rohan. Rahul und Anjali gehen wieder. Sie werden morgen abreisen, ohne zu Hause gewesen zu sein. Also, wenn du vielleicht... Weißt du was? Mutter hat mir immer gesagt, der Ehemann ist wie ein Gott. Was er auch sagt, was er auch denkt, das ist immer richtig. Du hast Rahul eines Tages in dieses Haus geholt. Das war richtig. Du hast ihm viel Liebe gegeben. Das war richtig. Er wurde zu einem Teil unserer Familie. Zu einem Teil meines Lebens. Das war richtig. Absolut richtig. Dann ist er eines Tages fortgegangen. Das war falsch. Du warst es, der ihn hat gehen lassen. Du warst es, der eine Mutter getrennt hat von ihrem geliebten Sohn. Das war falsch. Die Familie wurde dadurch auseinandergerissen. Das war falsch. Ich frage mich, wie ein Ehemann dann ein Gott sein kann. Wir wissen doch, dass ein Gott keine Fehler macht. Mein Mann ist weiter nichts als ein Ehemann, der einen Fehler gemacht hat. Einen schrecklichen Fehler. Nandini. Es ist alles gesagt. Verstehst du? Alles. Seitdem du fort bist, Rahul, hat Mama sich an ihre Hoffnung geklammert. Hoffnung hat dir die Kraft gegeben, die Trennung von dir zu überstehen. Ich bitte dich, ich flehe dich an. Komm nur ein einziges Mal nach Hause.
Auch wenn es nur für einen Tag ist. Auch wenn es nur für einen Augenblick ist. Komm nach Hause, Bruder. Lass Anjali ein einziges Mal das Gefühl erleben, zur Familie zu gehören, die Schwiegertochter zu sein. Gib Mutter nur einmal das Gefühl, nicht mehr einsam zu sein nach so vielen Jahren, die sie vergeblich auf dich warten musste. Bitte, Rahul. Einmal nur. Einmal, dann kannst du gehen. Niemand wird dich aufhalten. Niemand, ich verspreche es dir. Dieser eine Tag wird Mama wieder Kraft geben. Von diesem Augenblick wird unsere Mama ihr Leben lang zehren, Rahul. Ich bitte dich, Bruder, tu es ihr zuliebe. क्या बेबसी है ये क्या मजबूरियां हम पास है फिर भी कितनी है दूरियां
dir meine Worte so sehr zu Herzen genommen, dass du fortgegangen bist. Du hast dich nicht einmal gemeldet, bist nie zurückgekommen. Du hast mich nie zurückgerufen. Bin ich nicht der Ältere? Meinst du, ich hätte dich darum bitten sollen? Ich bin der Ältere von uns. Ich hab gedacht, du liebst mich nicht und akzeptierst mich nicht als deinen Sohn. Wie konntest du das nur denken, Rahul? Wie konntest du das denken? Diese Hände haben dich über die Schwelle unseres Hauses getragen. Durch dich wurde unsere Familie vollkommen, unser Traum Wirklichkeit. Was hast du dir nur gedacht? Ich hab gedacht, du liebst mich nicht mehr. Ich liebe dich sehr, mein Sohn. Über alles. So war es immer schon. Aber ich konnte es nicht sagen. In den letzten 10 Jahren habe ich an jedem Tag, ja beinahe jeden Augenblick an dich gedacht. Ich habe daran gedacht, dass ich dich umarme und dir endlich sage, wie sehr ich dich liebe, mein Sohn. Aber ich konnte es nicht sagen. Wenn Eltern wütend sind, dann weil sie ihre Kinder lieben, mein Sohn. Du hast dir das, was ich im Zorn sagte, so zu Herzen genommen, dass du uns verlassen hast. Und ich habe dich nicht zurückgerufen. Warum hättest du das tun sollen? Du bist doch der Ältere. Ja. Ich hätte von selbst kommen sollen. Warum bist du nicht gekommen? Warum nicht? Du bist doch hier zu Hause. Du bist der älteste Sohn der Familie. Mein Sohn Rahul. Mein Sohn bist du. Und ich bin alt geworden, mein Sohn. Ich bin alt geworden und vielleicht auch ein wenig weiser. Kannst du mir bitte verzeihen? Nicht doch, Papa. Verzeih mir, mein Sohn, ich bitte. Nicht doch, Papa. Du brauchst mich nicht zu bitten, Papa. Verzeih mir, mein Sohn, ich bitte. Kannst du mir verzeihen? Verzeih mir. Komm her, Rohan. Mein Sohn, hin und wieder ist es so, dass die Jungen den Älteren den richtigen Weg weisen müssen. Ich habe dich leider viele Jahre lang von deinem Bruder ferngehalten. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Wenn du kannst, verzeih mir bitte. Bitte. Verzeih Papa, mir, bitte. Wenn du kannst, verzeih. Thank you.
ना जुदा होंगे हम कभी खुशी कभी गम कभी गम।